Hallo, einen wunderschönen guten Abend und willkommen zum Sonntagshorror. Ja, Abendstream. Ne? Ach, Eve, moinsen. Ja, fehlt noch meine Stimme, mein Bild auch. Genau, das ist jetzt gerade improvisatorisch gewesen, weil ich habe immer noch keine neuen Hintergründe und so. Die muss ich alle nochmal machen für alles. Das dauert noch ein bisschen, kam ich jetzt nicht zu. Ja, blöd, ne, wenn Pen and Paper länger geht, als man geplant hat. Es ist halt endlich mal wieder so weit gewesen. Da muss man halt erstmal bis zu einem gewissen Punkt kommen. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir fangen heute an mit Kunarium. Ich hoffe, Einstellungen passen soweit. Hab eigentlich nochmal überprüft, aber für mich hat sich's gut angehört. Ich weiß halt immer nicht, wie sich's manchmal auf dem Fernseher anhört oder wo auch immer ihr guckt. Ne? Ganz kurz zu dem Spiel. Das ist, könnte ein bisschen länger dauern. Also, ich denke mal mehr als 1-2 Stunden. Also, wir werden hier noch ein bisschen länger dran sitzen. So ein bisschen H.P. Lovecraft-mäßig, deswegen auch der Titel so ein bisschen fancy. Von irgendeins dieser, was ist irgendwas mit dem, mit irgendwelchen Bergen inspiriert auf jeden Fall. Trotzdem eine eigene Geschichte, was ganz anderes. Also sollte ein bisschen unheimlich sein, ein bisschen rumlaufen, ein bisschen gucken, vielleicht auch ein bisschen rätseln. Ich glaube, wir fangen es einfach an. Wenn es nichts ist, dann, ne, ich habe noch genug Spiele. So ist es nicht. So, und ich, was macht jetzt der Pfeil da? Geh mal weg. Tschüss. Ach, der ist... Ah! Gut. Neues Spiel. Volle Controller-Unterstützung sieht anders aus. Es wird gelad. Und ich hoffe, das Internet heute gut genug ist. Gestern ging gar nichts bei mir irgendwie. Selbst E-Mails auf dem Handy haben geladen und geladen. Ne, hier, gelad. Ja, das haben die gemacht. 50.000 Leitungen für nichts. All life is only a set of pictures in the brain, among which there is no difference betwixt those born of real things and those born of inward dreamings. Okay. Ist echt ganz fancy für so Spielen, sowas reinzuschmeißen. Macht man sich gleich wieder Gedanken. Ah, Realität. Ja, ist das jetzt real oder träume ich nur? Oh, wir sind direkt drinne. Oh, holy moly. Also, so mittig sieht es scharf aus. Das ist schon mal schön, ne? Also, ich stelle mir auch vor, dass es das eigentlich hier nur ein bisschen Walking-Simulator ist und, naja. Deutschland leitet. Ach, ja, gut. Ach, du, das. Ja, gut, okay. Habe ich mir schon fast gedacht, weil, da macht auch alles Sinn. Sieht nicht an mir. Nein. Wer war das? Vielleicht einfach ein Walking Simulator kann auch sein. No more can we harbor ourselves on the safest shores, for there are things that cannot be undone. Was machst du hier? Dr. Faust, is that you? Oh. Wie hat er mich denn gerade erinnert? Ein bisschen weird. Das ist eine geile Uhr, oder? Au. Also auf jeden Fall werden die Bilder, denke ich mal, richtig krass, die man hier so sieht. Oh, my head. The pain. It is unbearable. Ja, mach das Ding aus. Subsiding. I thought my head was about to explode. Also für eine Lampe ist das ein bisschen aufwendig, oder? Die Spielsteuerung. Wollen wir mal gucken? Tagebuch, ducken. Ausrüsten, laufen. Metalltaschenlampe, Notizen, Sachen machen. Ja, könnte was werden, denke ich. Mal gucken. Kein Tagebuch. Ducken funktioniert. Was war das schon wieder? Ich habe schon wieder vergessen. Ja. Ach, ausrüsten habe ich dir gerade gezeigt. Also kann man mit der Taschenuhr ein bisschen rumspielen, schätze ich. Das ist dieses merkwürdige Gerät befand sich bereits an meinem linken Arm, als ich im Tagungsraum der U-Out-Antarktis-Basis zu mir kam. Dann ist es nicht verwunderlich, dass ich mich nicht daran erinnere.
Komisches Ding. Sony Controller Design. Ja, ne? Das sieht gar nicht so aus. Wobei doch, eigentlich, das kommt hin. Ich meine, so sieht mein Controller im Prinzip auch aus, nur dass halt mein Bewegen, also die beiden Sachen sind halt verschoben, ne? Ist im Prinzip das Gleiche. Aber ja, ist kein Xbox-Controller, ne? Ich habe medizinische Aufzeichnungen. Ach, viel zu lesen hier wieder. Auf einem rieche ich schon einmal in Englisch und dann nochmal schön in Deutsch übersetzt. So mag ich das doch, oder? Ah, herrlich. Observierungsnotizen zur vierten Initiationssitzung. Sagt die Taste stimmt. Ja, das stimmt schon, hoffe ich. Vor allem 1949. Alle Teilnehmer haben die diverse Mixtur vor 5 Minuten zu sich genommen und haben ihr Bewusstsein auf irgendeine Art und Weise erweitert. Sie alle murmeln etwas Unverständliches im Schlaf. Es ähnelt einem Sprechgesang. Doch die Laute werden nicht bewusst geäußert, sie wirken unruhig. Ich erkenne Bewegungen in ihren Gliedmaßen und frage mich, ob es an etwas liegt, das sie jenseits unserer Realität sehen. Also so eine Massendrogenparty. Das Gerät summt und leuchtet wie immer, aber dieses Mal unterscheidet sich die Atmosphäre zu den vorherigen Sitzungen. Was auch immer der Grund dafür sein mag, es wirkt fast so, als ob dieses fantastische Gerät etwas mit einem Code übermittelt, den ich nicht verstehe. Es wird immer belastender, in diesem kalten, dunklen und mit Weihrauch gefüllten Raum alleine zu sein. Mir kommt es so vor, als wäre das Gemurmel der Teilnehmer nun viel lauter. Farben und Formen tanzen im Rhythmus des Geräts über die Wände. Ich kann draußen das Heulen des Windes vernehmen. Vielleicht nähert sich ein Schneesturm oder etwas viel Schlimmeres. Es sind nun exakt 5 Minuten und 3 Sekunden vergangen. All mein Fachwissen ist in diesem Moment nutzlos geworden. Ich kann nichts weiter tun, als zu hoffen, dass sie sicher und gesund wiederkehren mögen. Also ich sag doch irgendwie eine Drogenparty hier. Bäh, das war mein Ausrüsten. Schreck mich nicht so. Brauche ich nicht? Aber hier kann ich jede einzelne Schublade einmal aufziehen. Und das sehe ich aber wunderbar, ne? Ich schätze mal, das ist eine Uhr oder so, eine Taschenuhr. Ja, keine Ahnung, kann man irgendwo liegen? It's too dark. To be safe, I better find a light source. Okay. Dann sieht man das da bestimmt noch ein bisschen. John, schönen guten Abend. This device. Da, willkommen bei Kunarium. Resonating in my mind. Ich sag doch, das ist eine ganz komische Lampe. Oh, hier, wenn hier so viele Stühle sind, die haben bestimmt auch alle das Zeug genommen und die sind aber schon weg und wir haben halt noch gerade geschlafen, ne, bis eben. Was denn das hier? Mach mal Licht jetzt hier. Kann ich damit Licht machen, so ein bisschen? It's too dark. To be safe, I better find a light source. Bomb. Ich komme ja auch gar nicht so weit. Ach, das ist gar keine Tür. Ist ja fies. Ja, ich wollte gerade sagen, nehmen wir einfach diesen fetten Scheinwerfer hier mit. Dann geht das auch. Also mir geht's ganz super. Es tut mir nur leid, dass ich heute so spät angefangen habe. Wenn man wieder Pen and Paper spielt, dafür geht die Zeit so schnell. Ach, ein Kompass. Ja. Ne. Wow. Ich spreche das bestimmt völlig falsch aus. Expeditionshand. Danke. Ach nee, wir können es natürlich auch drehen. Natürlich. Und hier haben wir noch mehr Bücher. Die Versailles, das ist diese Medizin gewesen, die sie uns gegeben haben hier. Samen von irgendeiner ganz lustigen Pflanze. Und sonst so. Ach, der Weg nach draußen. Endlich. Also man kann tatsächlich rennen. Das macht mir jetzt schon wieder Sorgen. Ach, das spielt gleich wieder aus. Mal gucken. Hello? Anybody here? Radio. Das hier. Bei 3 Meter sowas genommen. Ja. Ach genau, hier. Wetterwarnung, Schneesturm wird erwartet. Wir gehen davon aus, dass
dass wir die nächsten 2 Wochen unter einem Schneesturm leiden werden. Es ist von größter Wichtigkeit, alle entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und das zuständige Personal vor Außeneinsätzen zu informieren. Bitte beachten Sie, dass die Funkverbindung zwischen der Basis und dem Schiff während dieses Zeitraums unter Umständen gestört sein wird. Und eine Unterschrift ist auch darunter. Schön, das ist ja offiziell. Gibt es eigentlich einen Grund, warum dieses Game zurzeit das einzige in der Cam ist? Ja, das ist halt dieses Horror, also Sonntag-Horror-Stream, deswegen mache ich da immer Horror mit rein. Könnte ich theoretisch bei Stardew Valley auch mitmachen. Da ist halt oben rechts in der Ecke immer dieses Datum, was ich eigentlich nicht überschreiben will. Deswegen ja jetzt auch, ich denke mal, dass ich das oben jetzt, ich lasse auf jeden Fall diese Benachrichtigung oben jetzt immer in der Ecke. Vor allem auch wegen dem Aussehen halt. Sieht komisch aus, wenn es links ist. Da ist noch nicht richtig hingeschoben. Und ja, Kamera. Ja. Also, ansonsten ist ja über PlayStation, da kriege ich das nicht mit ran. Da habe ich keine Kamera dafür. Und ja, so bleibt. Und halt Mittwoch Point and Click. Ah, wenn ich da so rumgammel, das wollt ihr gar nicht sehen. Da kann ich dann, da muss ich dann aufrecht sitzen, das geht gar nicht. Ich gar keine Konzentration mehr. So, hier war jetzt eigentlich alles zu, oder? Gut. Hä? Gut. Haben wir auch darüber gesprochen? Ach ja. Dich nicht verletzen. Was? Nee, alles gut. Also, keine Ahnung, wie man mich hier verletzen sollte. Ich verletze mich ja selber ständig. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich nicht mit Controller spielen kann, aber geht wieder alles. Mein Daumen ist quasi geheilt. Mich draufgesetzt. Ganz, ganz blöd gelaufen. Ach, der Hilfsstrom muss manuell von außen aktiviert werden. Natürlich müssen wir jetzt auch noch raus. Unser Tagebuch geht ja doch. Das war jetzt auf B. Ah, doch ein bisschen verschoben. Sony nicht mit herkömmlichen Kameras verbindbar? Das weiß ich nicht, aber dann müsste ich das auch jedes Mal abmachen. Das ist so. Und wenn dann, dann habe ich eh nur 2 USB-Dinger an dem PlayStation. Also wenn ich Controller laden muss und dann noch sprechen möchte über Headset, das wird nichts. Ja, das wird hinten noch. Ich glaube, das war's eigentlich. Ach genau, wo sind alle? Hm, ja, toll, ne? Das war jetzt echt mit B. Warte mal. Ach nee, es geht auf. Bob. Ich muss noch mal gucken. Ach so, Notizen und Tagebuch ist aber was anderes. Hä? Das ist mein Tagebuch und das ist meine Notizen. Bestimmt, weil wir es noch nicht haben. Okay, alles klar. Ist eigentlich scheißegal hier. Ne? Diese verdammten Sitzungen müssen aufhören. Stopp those bloody sessions. Ja, das ist irre, ne? Einfach mit Drogen zugepumpt. Ich wette, ich habe bestimmt irgendwo noch einen Zettel unterschrieben. Oh, raus! Du hast dich auf deinen Controller niedergelassen? Was? Nee. Nee? Was habe ich schon wieder gesagt? Ich habe mich auf meine Hand gesetzt, ja. Mein Finger ist umgeknickt. Das habe ich niedergelassen. Ich will hier gar nicht runter. Na, ganz geil. Also ich habe wirklich also es ist halt blöd, dass ich hier mit laufen muss gerade. Es tut noch ein bisschen weh, aber es geht. So ein bisschen angefangen mit Heavy Rain zu spielen und dann habe ich so gemerkt, wie, wenn ich das nicht zu viel benutzen muss, geht's. Aber naja. Da habe ich eigentlich die Taschenlampe. So. Ich folge einfach mal den Flaggen hier. Wir können ja auch ein bisschen laufen. All I can remember is the successful establishment of the Upper Water Antarctic base. And after that, nothing is clear in my mind. Ach ja, vielen Dank für die gute Besserung und so. Ja, und dann im Walking Simulator spielen, ich weiß. Hab auch überlegt, ob ich dieses White Knights noch mache, aber das hier war jetzt gerade halt schon installiert, das andere hat noch ein bisschen länger gedauert. Ah, bei kleinen Sachen noch irgendwas? Nee. Nimm mal die Hand runter. Achso. Na los. Komm, nochmal. Wird doch. Ach, schön.
Also gefällt mir bisher optisch ganz gut. Bin mal gespannt, ob wir noch irgendwie wegrennen müssen. Dann hört sie mich auf bei mir. Klebeband, toll. It's locked. Da, was war das? Was irgendwie viel entspannter so zu spielen als jetzt über Tastatur, muss ich sagen. Tank is empty. Ich das gerade geklebt? Stimmt, ne? Aber wo ist denn mein Inventar, genau. Klebeband ist wieder weg, also habe ich es Da ist doch bestimmt was drin, oder? Nur ein Kanister? Ich muss es nicht mehr auswählen, super. Ne? Jetzt geht das bestimmt auch. Jetzt haben wir den Generator neu befüllt und repariert. Ja, wird reichen. Nochmal an und aus. Ach, hier, guck. Quasi erstes Rätsel gelöst, ne? Danke. Ach, Elektrotechniker, gleich mit einer Errungenschaft. Schön. Ist ein einfaches Spiel, finde ich gut. Kann so bleiben. Ich glaube, wir können direkt zurück, oder? War da noch ein Weg? Da können wir noch mal gucken. Nee, PC ist noch nicht neu. Ich habe jetzt gar nicht mehr die Zeit gefunden. War ja letzte Woche im Urlaub und jetzt habe ich mir gesagt, komm, die letzten paar Stunden, die ich jetzt hatte, habe ich auch noch ein bisschen an meinem eigenen Spiel gewerkelt. Weil ich da unbedingt noch hier und da was schaffen wollte, bevor ich gar keine Zeit mehr habe. Jetzt muss ich die nächsten Wochen auch wieder ein bisschen andere Sachen machen, die ich nicht so mag. Deswegen, naja. Ich glaube, da fehlt auch noch was. Ich habe es überlegt, dass ich mir noch mal eine SSD kaufe. Die sind gerade sehr, sehr günstig im Angebot. Ja, und dann kann ich die auch gleich mit reinpacken und alles wird besser. Alles. Manchmal laden die Spiele bei mir echt tausende von Jahren und das kotzt mich auch schon mal an. Gerade so Civilization. Was ist das denn? Hör mal es an. Was bedeutet? So, Echsenwesen aus der Antarktis? Huch. Oh. Aber Brett ran, geht gar nicht. Da war ja wer. Die Tür geht jetzt auf. Aber da wollen wir noch gar nicht hin. Führt er uns hier so ein bisschen? Ah, okay. Ich folge ihm mal, ne? James Barlow, C. Lenning. H. Anderson, haha. Nicolai Gogol, das Porträt. Ja. If his coat is just right here, where is he now? Ja, eigenes Spiel. Das ist so ein RPG-Maker-Spiel. Wo ich aber eigentlich keine anderen Sprites auch verwenden möchte, außer die, die halt vielleicht auch zum Kaufen sind oder so. Und es macht halt schon eine Menge Arbeit. Was ist das denn? Ich dachte, das sind irgendwie so Luftballons oder so. Das sind so Holzfiguren. Ew. Was? Geh weg, Lini. Ja, wird halt so ein Fantasy-Sache zum Rumlaufen, bisschen Story, bisschen. Ja, hier geh in den Tempel und dann geh in den nächsten. Weil du brauchst da die fancy Artefakte, die da drin sind. Wird schon ganz cool. Hat noch nicht mal einen Namen. Hat noch so einen Arbeitstitel, aber der wird bestimmt nicht übernommen werden. Liegt hier schon wieder so ein Ding. Gehen wir mal rechts rum. Zelda-like. Ja, so grob. Groß hier. Aber es sind bestimmt alles nur so hier die Wohnquartiere mit noch mehr Büchern. Das versteckte Pflanzen der Vorzeit, ja, oder Unbekannte. Das ist auch blöd übersetzt von mir gerade.
alles aus. Was ist das? Hebel? Ein Objekt gefunden, was wie ein Stiel aussieht. Okay, gut. Ja. Ah. Haar im Auge. Ja, lies mal. Licht. Gleichung. Licht. Servomotoren. Ah, nein. Ja, ne? Irgendwas mit den Augen. Ah, Strom. Aha. Mhm. Kann ich hier noch? Das Kleine kann ich nicht. Bisschen ungenau mit dem Regler hier. Ah, doch, ich kann den auch so in kleinen Schritten machen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen will, ne? Oh, so ein bisschen das. Ich lasse das mal gut sein. Aber ja, schöne Farbe, ne? Macht Spaß hier. Das ist lustig. Vielleicht gibt es noch irgendwo was. Zweck dieser Expedition wird hier erklärt. Sehr schön. Ja, der 23.06.1949. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Ich kann es spüren. Während der Angleichungssitzungen im Tagungsraum spüre ich eine Macht, die uns leitet. Etwas, das uns die Richtung weist. Vielleicht bedeutet das, dass wir jetzt Synchronität mit der uralten Quelle erreicht haben. Das tragbare Konarium, das wir am linken Arm tragen, hat eine Verbindung zu eben jener Quelle hergestellt und erhält im Gegenzug Empfindungen von dieser. Manchmal frage ich mich, ob es in der relativ kurzen Zeit seit Bestehen der Menschheit ein anderes Individuum geschafft hat, solch eine große Tat zu verbringen. Aus manchen der verbotenen und verborgenen Schriften, die ich aus der ganzen Welt zusammengetragen habe, geht hervor, dass die sogenannten Großen Alten, eine außerirdische Rasse, dieses Gerät gebaut haben, nachdem sie sich auf anderen Planeten für einen industrialisierten Lebensstil entschieden hatten. Den Zweck dieses Geräts kann ich allerdings nach wie vor nicht bestimmen. So, was hier noch? Soll ich schon was für mich raussuchen? Zwecks Lösung oder so? Achso, nee, ich glaube nicht. Ich gucke mich erstmal um, wenn ich jetzt hier in den nächsten drei Räumen nichts finde, dann vielleicht schon mal. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier noch irgendwas rumliegt. Irgendeine Anspielung, irgendwas muss es hier noch geben. Also das war jetzt auch das Zimmer von Plague. Noch eine Taschenlampe. Naja. Notizen von Dr. Faust. Hm. Ach, Dr. Faust. Ja, den hatten wir auch in unserer Vision irgendwie gesehen. Der stand da auch so, Dr. Faust, sind Sie das? Wir sind also Frank Gilman. Auch interessant. Was hier drin sehe ich wieder nicht. Wo ist eigentlich meine Taschenlampe hin? Hier. Ah, egal. Leuchte ich mal damit. Geht gar nicht. Mach nochmal die... Ah, so. Aber kann ich die nicht benutzen direkt? Nee, ne? Ist nur für draußen scheinbar. Strange. Ja gut, dann... Weiß nicht, ob wir jetzt mal mit dem Ding rumspielen, aber ich glaube, hier war nichts weiter. War das Gerät? Ist schon weird. Ach guck mal, hier sind da auch noch ein paar komische Sachen. Generierte Stimme wird über Lautsprecher ausgegeben. Eingehender Strom muss reguliert werden. Hauptzuführungsleitung Rückseite. Audiovisuelle Daten werden über die primären Filter dem Hauptsystem zugeführt. Kann man der Maschine wirklich ein echtes Gehirn geben? Die alten Quellen bleiben dieser Hinsicht zu vage. Ich werde versuchen, die Maschine gemäß der Aufzeichnungen von R. Bacon und Wolfgang von Kempelen zu verbessern. Okay, das hatten wir und hier hängt ja auch nochmal was dran. 5.2.1949, 21.15 Uhr. Nach der willkürlichen und kurzzeitig in luftigen Höhen stattfindenden Erkundungen des unheiligen und vollkommenen fremdartigen gigantischen Irrgartens aus quadratischen, gewölbten und abgewinkelten Blöcken konnten wir den Großteil der Orte ausfindig machen, die von dem
emeritierten Professor William Dürr, seines Zeichens der Leiter der letzten Expedition der Miskatonic-Universität, vermerkt wurde. Bacon, ja, das wäre jetzt richtig geil, ne? Doch in den Shoggoth-Ruinen befindet sich nicht das, wonach wir suchen. Laut verschiedener Quellen sollte es sich in den viel älteren Ruinen unterhalb der Stadt der Großen Alten befinden, direkt an einem Berghang jenseits der Berge des Wahnsinns. Es wurde über einen Ort berichtet, den selbst die Alten um jeden Preis gemieden haben. Und lange bevor die gewaltige Stadt erbaut wurde, die Dr. Dyer und seine Leute erkundet haben. Ja, aber nun betreten wir einen Ort, den zuvor nie ein Mensch erblickt hat. Eine enorme, trockene Landmasse am Südpol, die aus dem Urmeer emporstieg, als die großen Alten von den Sternen kamen. Ein Ort so übel, dass er selbst in den meisten arkanen Quellen nicht oder nur zögerlich erwähnt wird und in den Wandmalereien in der Stadt der großen Alten mit offensichtlich Abscheu Beklemmung abgebildet wird. Gibt's hier noch was? Ja, okay. Ja, das gibt, ne? Es ging mir auch gerade durch den Kopf. So, was ist hier nur los? Ich glaube, wir müssen es doch ganz schnell machen, oder? Manchmal kann ich das steuern, manchmal das. Ach so, guck mal hier, ich kann... Ja, ich habe halt auch keine Ahnung. Aber ich, da ist doch nicht wirklich ein Gehirn drin, oder? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen schon das Richtige einstellen und können dann den Knopf erst drücken. Ich weiß aber nicht, ob das Lämpchen dann noch rot blinkt oder nicht. Ah, stranges Ding. Ich hätte sie eigentlich alles ignoriert, oder? Na gut. Jo. Bis dann finden wir vielleicht noch was Sinnvolles hier. Ging es ja auch noch weiter. Au! Was ist das, die unbequemen? Die billigen Zimmer hier. Okay. Ah, die sehen schon cool aus, die Dudes. Fängt man immer ganz unten an. Ja, mach das zu. Ich will das Heftchen hier. Mit Blut. Hansens Notizen gefunden. 2. Die Albträume haben ein unerträgliches Ausmaß angenommen. Noch immer begegnet mir dieselbe männliche Gestalt in meinen nächtlichen Visionen. Doch mittlerweile hält er etwas in der Hand, vermutlich eine Lotusblüte. Wir führen nach wie vor dieselbe düstere und ernste Unterhaltung, Nacht für Nacht. Doch ich erinnere mich immer noch nicht an den Inhalt dieser. Manchmal vernehme ich seine Stimme über das Funkgerät, wenn ich arbeite. Es sind keine verständlichen Sätze, sondern eher eine Art unterbewusstes Gemurmel. Ich habe Angst davor, jemandem zu erzählen davon, denn dann würde man mich mit ziemlicher Sicherheit suspendieren. Weil ich dann wahnsinnig wäre. Ich glaube, ich brauche mal was. Ich will spielen, ich kann gar nicht hier trinken hier. Was haben die denn alle für fancy Brillen hier auch rumliegen? Huch, ein Zeichenbuch. Man erkennt jetzt nicht viel, aber so ein Kopf, der runtergelegt wurde. Habe ich vielleicht das Ding zu hell gemacht? Na bestimmt. Eine der Kompositskulpturen, die wir auf unseren ersten Erkundungsmissionen entdeckt haben. Sie besitzt ein geöffnetes drittes Auge auf der Stirn und auf der Innenseite der Hand, was meiner Meinung nach auf einen Zustand der Erleuchtung hinweist, da Andeutungen auf Wissen und die großen Alten in fast jedem Bassrelief, das wir bislang gefunden haben, Erwähnung findet. All das lässt mich glauben, dass die Kreaturen in diesen Hallen wissen, welche Art auch immer, von den großen Alten, den sagenumwobenen Gestalten aus urzeitlichen Mythen erhalten haben. Sehr weird. Weitere Ausführungen der Kompositionskulturen, deren Erscheinungsbild von menschlich bis reptilienartig reicht, sind zumeist beschädigt und allgemein in schlechtem Zustand. Der Bildhauer hat seiner Fantasie freien Lauf gelassen. Sieht schon echt weird aus, ne? Ach, das ist das Bild, was wir gerade noch hatten im Ladebildschirm. Das Übermaß an fünfzackigen Formen auf den Bauwerken, die wir bis jetzt gefunden haben, kann nicht ignoriert werden. Des Weiteren sind die meisten der eleganten Figuren, die die gewaltigen Tore zieren und stillschweigend auf uns herabblicken, reptilienartig. Da. Reptilosaurus, aber mit einem menschlichen Fingern irgendwie so fast. Das Antlitz dieser grotesken, reptilienartigen Gestalt, das wir so... Ach,
die vor so vielen Äonen angefertigt wurde, sorgt bei Entdeckung für Aufruhr in der Mannschaft. Einige behaupten sogar, sie würden gedämpftes Gelächter aus ihrem Inneren vernehmen. Auf den Pinienzapfen, die sie mit ihren humanoiden Händen bewachten oder zu verstecken versuchte, sind Symbole eingraviert, die wir noch nicht entziffern konnten. Sehr weird. Interis, gut. Schönen guten Abend und zurück. Ja, wir kommen zurück an John. Ah, ich kann nicht weiter blättern. Gut. Nehme ich das jetzt mit? Ja. Eine Trophäe gefunden. Oh, ich mag das mit den Reptilienviechern. Das finde ich voll cool. Ich wäre auch gern ein Reptil. Oh Mann. Ja. Ich meinte, das sind die unbequemen Zimmer nebenan. Also ich war auf jeden Fall einer der coolen Dudes. Ich hatte ja mein eigenes Zimmer. Oh, Jonathan. Nee, Jonathan DeWitt. Das ist irgendein anderer. Nicht mein Schlüssel. Hässliche Kinderbilder hier. Es ist ja... sieht man ganz stolz auf seinen Sohn. Wo war ich denn jetzt? Ach so. Upp. Nein. Aha. Also dem will ich nicht nachts auf der Straße begegnen. Hier schnell wieder zu. Dem auch nicht. Nein, nein, nein. Ich glaube, da hinten steht auch nie was drauf. Die kann man drehen, aber muss man nicht. Hat er schon wieder. Ach so. Fergusons Notizen zu seinen Träumen. Ich bin geneigt, der Auffassung Glauben zu schenken, dass unsere nächtlichen Visionen nicht nur vage und fantastische Reflexionen des Erlebten im wachen Zustand sind. Jedes Mal, wenn ich in den Schlaf gleite, bin ich aus irgendeinem Grund dazu in der Lage, in meinen Träumen atemberaubende Landschaften zu erkunden. Eine vollkommen fremdartige Perspektive mit unnatürlichem Charakter, mit der sich die äußeren Sphären der mir bislang noch unerschlossenen Welten mit einer unglaublichen Intensität darstellen lässt. Ja. Ich weiß nur, dass dies seit Beginn der Konarium-Sitzung möglich ist. Obwohl ich keiner der Teilnehmer bin, bin ich trotzdem davon betroffen. Es fühlt sich an, als würde ich während meiner Ohnmacht in die ewige Leere hineingezogen. Als würde ich die Schwelle zwischen Traum und dieser fremden Realität überschreiten. Aha, Ferguson. Hatten wir schon, ne? Mit der fremden Realität. Was ist jetzt noch Traum? Wir wurden halt unter Drogen gesetzt. Also ich zumindest, scheinbar. Ein paar anderen lustigen Leuten. It's locked. Locked. Gut, dann haben wir noch die Fancy Box übrig, auf jeden Fall. Weiß nicht, vielleicht können wir die erst später benutzen. Und irgendeinen Schlüssel hatte ich gerade noch. Schlüssel. Ach, da. Ja. Jonathan DeWitt. James Barlow. Ja, Faust und das ist unser Zimmer. Ich bin Frank. Nein. Ja gut, der Dude ist hier vielleicht reingelaufen, aber gefunden haben wir jetzt hier nichts. Was soll ich machen? Haare in den Augen. Wollen wir hin? Ach, hier gibt es so viel. Wir gehen erstmal in das Radio-Station-Ding. Hier. Ist ja hoffentlich wirklich nur ein Raum. Wenn er offen ist. Das ist diese coole Brille, die hier überall rumliegt. Warum darf ich so eine nicht haben? Okay. Gut. Wieso kann ich mir das angucken? Wieso? Haare in den Augen. Kann ich mittlerweile etwas nachvollziehen? Solange ich mir beim Friseur oder was? Ach, Hansens Notizen. Sehr schön. Seit einer Weile plagen mich des Nachts bizarre Albträume, in denen ich zu einer formlosen Gestalt spreche. Wenn ich morgens aufwache, erinnere ich mich weder an ihr Gesicht noch an die Inhalte des Gesprächs. Lediglich die Silhouette der Figur ist mir im Gedächtnis geblieben, sowie der düstere Klang ihrer Stimme. Die Albträume verwehren mir die erholsame Nachtruhe, nach der ich mich innigst sehne.
Noch habe ich niemandem davon erzählt, aber ich fühle mich permanent dazu gedrängt, als stünde meine Gesundheit auf dem Spiel. Die logischste Vorgehensweise wäre, mit Dr. DeWitt darüber zu sprechen. Ja. Hast du ja schon eine auf? Achso, so eine Brille meinst du? Das ist ja auch cool. Ja, seit Ende Juni. Oh, das sieht dann bestimmt richtig mies aus. Also, richtig störend einfach nur. Spreche ich jetzt da rein? Hallo? This is Upward Expedition Base. Pequod, please come in. I repeat, this is Upward Expedition Base. Pequod, do you hear me? There is someone who can hear me. Please, come in. Nee, bleib draußen. Some electrical condition in the disturbed air seems to prevent communication. Aber das ist jetzt nicht das Ding, was wir ausschalten müssen, oder? Ah, hier so noch. Morse-Code-Tabelle. Wie ich das mag. Also vielleicht. Nee, natürlich hinten ist irgendwie leer. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Ach so, hier Wetterüberwachung irgendwie so ein bisschen. Nochmal eine Karte. Kann ich nichts mit anfangen. Hat sich ja gelohnt, dass wir hier waren. Naja, es geht eigentlich noch. Haare, die andere. So an der Seite sind das Ohr. Ja, ich weiß, aber ich habe momentan auch hier an der Seite zu viele Haare. Ich muss die da irgendwie immer ganz kurz haben, weil sobald die auch hinters Ohr gehen könnten, sind die mir zu lang. Da kriege ich die Krise und ich weiß nicht warum. Achso, hier geht es ja eh nur aus. Was das hier? Ach, wieder die Wetterwarnung. Das hatten wir aber im Prinzip auch schon. Das ist doch alles so das Gleiche, oder? Nee. Oh, die medizinische Warnung. Auch mal gut. An alle Expeditionsteilnehmer mit Schlafstörungen. Bestimmt haben die alle. Die Untersuchungen bezüglich der seit kurzem erhöhten Unfallquote haben ergeben, dass vermutlich eine Art von schwerem Lagerkoller dafür verantwortlich ist. Es handelt sich dabei um folgende Symptome. Schlaflosigkeit, starke Kopfschmerzen, Vision oder Stimme im Kopf. Haben wir alles drei. Also, bis auf die Schlaf. Genau. Expeditionsteilnehmer, die an einem oder mehreren dieser Symptome leiden, müssen persönlich bei mir vorstellig werden und sich an einer genauen Untersuchung unterziehen. Dies wird auch das Thema der morgigen Versammlung sein, die nach dem Mittagessen stattfindet. Diese Probleme stellen eine ernsthafte Gefahr für die Arbeitssicherheit dar und müssen deshalb äußerst ernst genommen werden. Praktischer Arzt. Kann ich gar nicht lesen, aber bestimmt der Witty. Schneiden will ich halt noch nicht, weil Farbe vorhanden ist. Ach so. Ja, nee. Ach, das ist ja schrecklich. Ach Mensch. Okay. Achso, auf der Rückseite. Das sieht man, da steht jetzt doch was. Kann ich direkt lesen. Und die hässliche Motte. Na danke. Ach, noch eins? Der Vertraute tritt erneut in Form einer schwarzen Katze in den unteren Kammern in Erscheinung. Das spektrale Profil geistert durch die sieben Räume. Durch welche Sünde wurde diese schummrige, schemenhafte Gestalt beschworen? Was? Ich will nach Hause. Ja gut, dann lassen wir den Kasten erstmal in Ruhe. Gehen hier rein. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir hier in auf dem Schiff oder was das hier ist. In dem Haus im Prinzip, ne? Wie wir hier bleiben wollen. Brauchen wir gerade nichts. Die Antarktis-Expedition. Einverständniserklärung. Durch Unterschreiben dieses Dokuments erklären Sie sich mit der unten verfassten Bedingungen einverstanden. Falschaussagen, die wissentlich oder vorsätzlich gemacht werden, einschließlich auf Affidavits oder anderen weiterführenden Dokumenten, die in diesem Zusammenhang eingereicht werden können, Strafen zur Folge haben. Bla bla bla, täglich Sitzungen machen, alles erklären, Frageprozedur, sich unterschreiben, naja, komm. Kennt man doch sowas, oder? Ist okay. So, quasi halt das Leben verkauft, ne? Wie das halt dann immer so ist. Bezüglich psychoaktiver Pflanzen. Ach, das ist genau dieses IT davon und, ja genau, dieses, die Sache ist, heißt, glaube ich, die Droge und das andere ist die Pflanze, woraus sie besteht. Ja, Wahnsinn, ne? Da kriege ich doch eh nichts rausgenommen.
Hallo. Wenigstens Schubladen hier. Es ist bisher auch immer irgendwo was drin gewesen. Da, guck. Das ist wieder die Wittes-Aufzeichnung hier. Alle Teilnehmer sind ohne Probleme wieder aufgewacht. Mit Ausnahme von Frank Gilman, also wir, ne? Um 1.45 Uhr hörte plötzlich sein Herz aufzuschlagen. Sein Körper war eiskalt und ich konnte keinen Puls feststellen. Gerade als ich eine Herzdruckmassage durchführen wollte, öffnete er für einen Moment seine Augen. Oh Gott, Alter, das ist creepy. Ich bin mir nicht sicher, wie lange sein Herz tatsächlich nicht geschlagen hatte, aber es konnten nicht mehr als 5 Minuten gewesen sein. Und dann folgte das Ereignis, das uns alle in Angst und Schrecken versetzt hat. Direkt nach seinem Erwachen sprach Frank Dr. Faust persönlich an. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, denn seine Stimme war dumpf und kaum verständlich, aber ich bin mir sicher, dass die Stimme, die ich vernommen habe, nicht Franks Stimme war. Als praktischer Arzt kann ich behaupten, dass dies bei einem Menschen in seinem Zustand nicht vollkommen unmöglich scheint, aber das, was ich hörte, klang in höchstem Maße verkehrt. Kein menschliches Organ sollte dazu in der Lage sein, solche Geräusche zu produzieren. Miep. Ach, guck mal hier. Ich glaube, dass Hansen all diese Statuen nach dem Ebenbild des Mannes gestützt hat, den er in seinem Albtraum gesehen hat. Öh, das macht Sinn. Ne? Ach ja. Wie geht's dir eigentlich? Mir jetzt persönlich? Ach, eigentlich ganz gut. Traurig. Weil theoretisch... ich halt jetzt wieder mal anfangen muss mit Lernen und dann Oktober ist wieder losgeht mit Studium und so. Das macht mich halt irgendwie... Das ist halt immer so im Hinterkopf drin, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist halt so... Nicht schlimm, aber es ist halt so... Ja. Man könnte ja noch so viel spielen. Und halt nicht nur spielen, auch irgendwie machen, ne? Also, war ja auch unterwegs, so mit Freunden und sowas. Das sieht man sonst gefühlt mal gar nicht mehr. Kaffee, schwarzer Tee, ja toll. Bin begeistert. Was ist das denn? Hätten da sein Essen nicht gegessen. Das Brot sieht eigentlich noch alles ganz gut aus. Guck mal hier, frisches Chili eigentlich. Ist gar nicht so verkehrt hier. Was auch immer das ist. Könnte Eis sein oder so. Es sah bei der Tür so ähnlich aus vorhin. Die Sachen mit Computer. Achso, hier war ja zu. Tuch. Das geht natürlich nicht. Oh, ich verlaufe mich hier noch. Storage. Eve, ich glaube, du musst doch schon mal langsam was raussuchen. Hier ist der Aufzug. Ach genau, den haben wir auch schon gesucht quasi. Ich weiß halt nicht, ob wir halt immer nur in diesem Haushalt bleiben oder ob wir noch woanders hinkommen. Hoffentlich nicht einfach nur wieder einschlafen. Ich bin nicht so gerne tot. Ja, doch, ne? Sag mit Computern. Ne, toll. Im Prinzip halt eine Grundausbildung für alles Mögliche. Hey. Also ich sag's mal so, ich weiß auch nicht, was ich danach mache direkt, weil ich eigentlich alles machen kann dann. Ne? Dicke Menschen draußen. Mit Bierbauch. Verstörend. Ah, Aufzug. Was beklemmend. Hallo? Wo seid ihr denn alle? Na gut, je nachdem, wie groß das Gebiet jetzt hier noch ist, gehen wir wohl eher erstmal nicht nach oben. Ja, Bierbauch. Wenn du so ein bisschen Bierbauch ist okay, aber wenn es so wirklich so Richtung Schwimmreifen geht. Tempel, Kreuz, überflutete Höhlenkreuz, Basiskreuz. Die provisorische Lagerausrüstung wurde ohne Probleme zu den unterirdischen Höhlen unterhalb der Basis transportiert. Die U-Boote funktionieren ebenfalls einwandfrei. Sie sind schneller und wendiger als ich zuerst annahm. Ah, okay. Mutstudium ist super. Der Stani, ja, na sicher. Da ist er trotzdem so, ah, ich hatte jetzt frei und dann muss ich wieder anfangen. Und will ich das denn? Vor allem anfangen mit gleich 2 Klausuren an einem Tag. Kann mich sowieso schon mal aufregen. Die Antarktis-Expedition, Derby, Pikmin. Ah, also, ja.
Nicht wichtig. Aha. Mhm. Sieht größer aus, oder? Ich lasse es mal auf. Ach, guck mal, hier kommen wir sogar rein. Das ist der Baum des Lebens, oder was? Da, ich habe es extra hell gestellt, das Spiel. Und dann macht das sowas mit mir, ne? Hm. Hier kommen wir jedenfalls her. Ja, genau. Schönen guten Abend. Guten Abend jedenfalls noch, ne, Stani? Bierbuch, weil das tatsächlich von viel Bier auch kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn hier folgen möchte. Der ist doch von ganz woanders lang gelaufen. Der Nasenbär, der führt uns hier voll sonst wo lang. Nee, folge ich jetzt nicht. Geh ins Biolabor, ist viel spannender da. Ah, Mann. Aber halt dieser Hallus, dass man halt den Typen sieht, das reicht ja schon mal, ne? Uiuiui. Ja gut, das stimmt. Nichts, was ich mache, ist umsonst. Das habe ich auch schon in meinem Leben gelernt. Weil ich auch schon einiges anderes gelernt habe und das ja, ist halt nicht umsonst. Wo ist eigentlich meine Taschenlampe, wenn ich sie brauche? Ach, zum Ursprung des Konariums, also zu dem Handschuh, den wir hier an der linken Hand noch tragen. Notizen über die Art der Sitzung. Dr. Faust hält sich äußerst bedeckt, wenn es darum geht, wie er auf die Idee für das merkwürdige Erkundungsgerät kam, das er bereits vor langer Zeit gebaut hat. Er ließ mir gegenüber lediglich durchsickern, dass er verbotene und verloren geklaute Schriften gefunden hätte, die von einem Gerät außerirdischen Ursprungs handelten. Jedoch verweisen auch diese Quellen nicht auf die Existenz solcher Wesen auf der Erde. Beweise dafür finden sich lediglich in den Träumen mancher Individuen wieder, die regelmäßig ein bestimmtes, alkaliartiges Kraut gekaut haben. Ja, so. Die Sitzungen im Tagesraum, die dazu gedacht waren, unser Nervensystem an die fremdartigen Impulse der Maschine anzugleichen, waren zuerst beängstigend. Eine übermäßige Verwendung der Maschine führt den menschlichen Körper an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Doch nun, da ich mich an diese nichtmenschlichen Gefühle gewöhnt habe, kommt es mir so vor, als würde das Gerät meine Gedanken klären, damit ich mehr als je zuvor aufnehmen kann. Da es sich bei den Sitzungen um ein gemeinschaftliches Erlebnis handelt, ist jedoch das Eigenartigste daran, dass ich Eindrücke, Ideen und selbst Erinnerungen der anderen Teilnehmer erhalte. Für gewöhnlich schweifen meine Gedanken nach dem Ende der Sitzung ab und ich kann nicht klar denken, bis ich einige Stunden Schlaf abbekommen habe. Dieses merkwürdige Gerät verwirrt Körper und Geist, doch ich bin der Überzeugung, dass diese Erfahrungen von unschätzbarem Wert sind. Taschenlampe! Ich war bekloppt, also wieder. Oh, ja, ja. Ach ja. Aber wenn man kein bzw. ultra wenig Bier trinkt, dann ist das egal, dann dürfte das nicht passieren. Also immer mal hier und da mal ein kleines. Das ist okay. Aber halt Bierbauch ist halt häufig bei den Leuten, die halt sagen, ja, jeden Abend oder nach der Arbeit immer mal ein, zwei Bierchen, ne? Das kann ja nicht schaden. Hm? Kommt der Bierbauch her. So. Was mir jetzt kommt, ich glaube, deiner Haarfarbe ähnelt meiner etwas. No way. Ach so, natürlich die kleine Metallwalze mit den Ausstampfungen da. Die komischen Pflanzen. Immer diese Drogen. Mhm. Was markiert hier? Ich merke das doch. Eine leere Schublade. Ach, guck mal, hier ist schon wieder so ein Pflanzenteilchen. Check dies Part. Sehr kreative Namen, wie immer. Auf jeden Fall mit Taschenlampe 4 angenehmer rumzulaufen. Vergesse ich echt immer. Na, der rote Knopf. Manchmal hasse ich die Neuzeit. Es gibt kaum noch geschriebene Lösungen. Nur in Videoform. Oh Gott, nein. Und einfach nur so Walkthrough oder sowas? Weiß ja nicht. Das reicht ja meistens auch. Also vielleicht ist das kleine Gerät auch unnötig. Das ist vielleicht einfach nur so ein kleines Extra. Wir brauchen das gar nicht. Ich meine, ich habe jetzt auch noch einen Schlüssel, wo ich nicht weiß, wohin damit. Und unser Zimmer ist auch verschlossen. Wir können ja hier noch gucken, wo der Typ hin ist. Wir brauchen jetzt hier so ein Gerät für irgendwelche Radio-Störsignale gibt es auch noch. Also keine Ahnung.
wie das hier alles aufgebaut ist. Vielleicht muss man das gar nicht hintereinander lösen. Der Linkaufzug ist einsatzbereit. Wir können damit jetzt wohl sowohl den Turm als auch die unterirdischen Etagen der Basis erreichen. Die Lagerausrüstung und die Teile für die transportablen U-Boote werden zum ersten Lager gebracht. Turmbasis Höhlengang. Ach, Herr Jemine. Das heißt, es geht immer schön weiter nach unten. Okay, alles klar. Ich dachte, wir hätten da was aufgenommen. Wo ist es denn hin? Achso, hier. Jetzt auf einmal muss ich es auswählen. Zö. Achso, ist das nicht das Richtige? Guckt euch das mal an, das passt doch perfekt. Das ist sein Stil, den kann man dann drehen. Aber den will er nicht, ne? Ui, das, jetzt habe ich die, was habe ich denn jetzt? Hier, Trophäen und so kann ich wechseln. Oh Gott, ey, zu viel Zeug dabei. Handfunkgerät, na gut, dann funktioniert der Stil nicht. Okay. Ich hätte doch Endstation hier. Haare sind manchmal so haarig. So fluffig. Kriege ich die nicht unter Kontrolle. Was ist jetzt hier mit Baum? Ich weiß halt auch nicht wofür. Ach, wir haben doch den Schlüssel. Den können wir doch bestimmt in einem Schließfach noch verwenden. Wir brauchen hier so eine Kurbel. Okay. Das sieht unserem Stil aber nicht unähnlich. Also ich guck noch mal in die Schränkchen. Ha, Chaos. Ich dreh gleich durch. So, die waren doch auch hier gleich um die Ecke oder so. Ach, ist ja noch eine. Achso, es war zu. Ich komme hier nie wieder den Weg zurück, oder? Ah, ich sag ja. Nie wieder. Ohne Probleme durch die Tür, klar. So, welcher Schlüssel war das jetzt? Hier, genau. Benutzt der Automat, weil wir es halt haben, ne? Geisteserkrankung. Uiuiui. Mir ist aufgefallen, dass sich der Zustand der geistigen Gesundheit in der gesamten Mannschaft dramatisch verschlechtert hat. Eine äußerst beruhigende und zugleich merkwürdige Angelegenheit, weshalb ich diese Zeilen als eine erste Diagnose auf Papier festhalten möchte. Bei den wichtigen drei Personen sind die Symptome bei den folgenden besonders ausgeprägt. Dr. Barlow, Dr. Anderson und Frank Gilman, den ich seit Beginn dieser Probleme regelmäßig genau untersuche. Ja, links mich ruhig mal an. Während der vergangenen beiden Nächte sind die oben genannten Expeditionsteilnehmer schreiend in ihren Betten aufgewacht, was sich demoralisierend auf den Rest der Mannschaft ausgewirkt hat. Als ich die Gelegenheit hatte, selbst mit ihnen zu sprechen, ist mir aufgefallen, dass sie deutliche Veränderungen im Verhalten aufwiesen. Im Laufe der Zeit hat sich ihr geistiger Zustand extrem verändert. Mit genügend Aufwand konnte man sie dazu bringen, dass sie sich wie vollkommen andere Personen verhielten, was mich zu der Annahme führte, dass es sich dabei um eine Art multiple Persönlichkeitsstörung handeln könnte. Aber es ist noch zu früh für eine endgültige Diagnose. Special Guest, oh ja. Ich weiß gar nicht, sieht man überhaupt so viel von ihr? Sehe ich gar nicht. Sie ist halt so winzig, ne? Ihr Zustand verschlechtert sich jeden Tag. Und jeder, der diese Symptome aufweist, muss auf Herz und Nieren untersucht werden. Ich habe Dr. Faust darüber informiert und ihn vor Konsequenzen gewarnt. Er wirkte besorgt, hat mich aber seitdem nicht mehr darauf angesprochen. Aufgrund der miserablen Wetterbedingungen ist es wohl extrem unwahrscheinlich, dass wir professionelle Hilfe von außerhalb erhalten oder die betroffenen Personen fortschicken können, damit sie sich einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. Was angesichts der Umstände das einzig Vernünftige wäre, aber gibt's sie nicht. So. If his coat is just right here, where is he now? Also einfach nur wegen dem Zettel? Ah. Warum habe ich keinen Schrank hier? Weiß nicht, warum schmatzt du mich jetzt an? Ich habe keinen Schrank hier. Nur weil ich eine eigene Wohnung nebenan habe. Ich finde es trotzdem gemein. Ich meine,
Ich will auch einen Schrank mit einer Jacke drin. Was haben wir denn? Also, wir haben die falschen Knöpfe hier. Wir haben jetzt noch einen Stiel. Ich weiß auch nicht, was dieses Ding uns helfen soll irgendwie. Was ist denn das jetzt genau? Das ist Ausrüstung. Das heißt, ich kann im Prinzip die Ausrüstung nochmal hochhalten oder irgendwas. Ach, ich verstehe es noch nicht. Geh mal. Weg. Alles weg. Stiel, Stiel. Spielen wir nochmal mit dem Gerät eigentlich? Was war hier hinten? Warum gehen die Türen immer von alleine zu? Ich die Krise hier. Anni, altes Haus. So Freude, altes Haus. Es ist voll traurig. Ich wollte mit dir eigentlich mal wieder Dead by Daylight spielen und dann hat mein Finger Nein gesagt. War kaputt. So, noch ein bisschen. Guck mal hier, rechts, links, oben, unten. Hört sich gut an. Grünes Licht. Sumpfeule bringt Glück. Warum geht das jetzt nicht? Müssen wir noch weiter irgendwie Einstellungen machen? Was ist das jetzt hier zwischen 1 und 2 und hoch und runter? Ja, guck mal, wie kriegt das hin? Ich mach das einfach so irgendwie. Oder einfach alles durchprobieren, mal ganz naiv. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Stecker war. So, dein Finger wird einfach so gemacht und draufgesetzt. Nur ich kann das irgendwie richtig schön seitlich so ins Auto. Es war so, irgendwie fühlt sich das nicht normal an. Also war halt so richtig unangenehm mit wirklich alles umgeknickt und also am Nagel halt mehr so. Das würde ich eigentlich gar nicht so doll beschreiben. Das muss man nicht hören. Hallo! Also, gibt es überhaupt keine Hinweise auf sowas? Was ist das für ein blödes Rätsel? Vor allem komme ich mal ab und zu noch nach oben. Und wieder rum. Nein, bitte, bitte. Ich glaube, da waren wir eh. Vielleicht ist es so weit da oben. Ja, also. Es hat unangenehm, danach irgendwie noch was machen zu wollen. Also, ein paar Tage davor habe ich mir auch den Finger daneben erst kaputt gemacht. Das ist. Ich laufe halt einfach überall gegen und tue mir überall weh. Das ist gut zum Leben, ne? Einfach überall reinzuspringen. Mal die andere Richtung ausprobieren. Ich meine, da kam doch irgendeine Stimme oder so. Was war denn das? Wo kommt denn jetzt nichts mehr? Gut, danke. Ich wusste, da ist ein Kopf drinne. Ich dachte eigentlich nur an Gehirn, aber okay. Bitte rede jetzt nicht mit... Einfach weg. Bin jetzt drauf, ja. Halt, halt, was? Wieso gehst du jetzt aus? Mano! Das hat überhaupt nichts gebracht. Halt. Doch. Rede. Who are you? Gib dich nichts an. Wer bist du denn? I'm Frank. Frank Gilman. Auge auf. Ich will das anfassen. Is that so? Aha. Is there a problem with that? My name is Frank Gilman, an anthropologist joining this expedition upon the invitation by venerable Dr. Faust himself. Holy. Ding is claiming that it's me. That's absurd. Ich weiß eher, wo ich meine Schlüssel verloren habe. Ah, cool, man kann sich sogar aussuchen. Where is everybody? Ne? They are here. I don't see anybody around. Are you sure? Yes. Ich weiß, ihr seht vielleicht nur so die Hälfte oder so, aber naja. Passt schon. Frank Gilman. But you are just a machine. And you are just air. Wieso bin ich nur Luft?
Ich habe doch einen Handschuh. Air? What do you mean by that? Oder sieht er uns vielleicht gar nicht richtig? It doesn't answer me. What do you know about Dr. Faust? He is the Grand Mastermind and the pioneer of this expedition. Hey. Okay, Frank. Tell me, why are you here exactly? I am here because of my extensive knowledge on the human pineal gland. I am one of the Canarinauts. Canarinaut? Ich kann mir so langsam Sorgen machen. Voyagers Beyond. Ja, ja, sowas. Beyond? Mhm. What beyond? No answer. Geheimnis entdeckt. Na, danke. Oh Gott, jetzt ist gerade abgeschaltet. Diese merkwürdige Maschine hat mich gleichermaßen fasziniert und schockiert. Sie scheint dazu in der Lage zu sein, logisch auf meine Fragen zu antworten. Aber wie kann das möglich sein? Ihre Augen waren beunruhigend leer. Vor allem aber fühle ich mich verzweifelt. Nachdem ich mit ihr gesprochen habe, als ob die Einsamkeit langsam aber sicher meinen Willen zerstört. Ich werde wohl noch eine lange Zeit ein Fremder in dieser trostlosen Einöde sein. Alleine. Hä? Ah, hat sie... Können wir nochmal? Oder will er nicht mehr mit uns reden? Okay. Das ist das gleiche wie immer. Hat nichts gebracht. Okay, das heißt, wir haben eigentlich jetzt hier alles erledigt und brauchen nur noch ein, ja, so ein Stabding. Sie, wen zeigst du jetzt? Ach. Ach, das Ding dreht sie einfach die ganze Zeit wie so ein Uhrzeiger. Was soll denn das? Was bringt mir das denn bitte? Kann man auch nicht untersuchen? Also entweder beim Radioturm noch irgendwas machen oder nach unten gehen? Weiß nicht. Ah, guck mal hier. Haben wir uns das eigentlich genau angeguckt? An der Rand können wir gar nichts machen. Ah, diese ganzen komischen Apparate. Its noises are resonating in my mind. Ich hätte eher ihre Drogenparty geschmissen. Na gut, dann. Wohin gehen wir denn jetzt wieder? Orientierung. Hier rein, ne? Da kommt man nicht rein. Da waren wir drinne. Ach, ist das immer ärgerlich. Ja, telefoniert hatte ich, da ging nichts, hat er gesagt. Nein, das ist kein Bot. Das ist hier Mod. Großer Unterschied. Quasi der größte des Jahrhunderts. So. Some electrical condition in the disturbed air seems to prevent. Genau. Aber ich weiß halt nicht, wo ich das irgendwie wegkriegen kann. Deswegen. Geh einfach mal. Ach, warte mal, hier, wenn ich die mal alle zumache. Ich brauche halt so einen Teil da auch noch. Ah. Nein, deswegen auch kein Hallo zurück. Oh. Mensch, was ist mit den anderen? Die haben auch nichts gesagt, oder was? Ist auch schon wieder weg. Oh. Okay. Wie der immer durch die Tür geht. Gehen wir noch mal raus? Hier geht's gar nicht raus. Hufknicks. Oh. Das war halt aber auch eine schnelle Reaktion, ne, mit diesen Moinsen. Mentas, altes Haus. Hey, wie geht's dir? Ja, bei mir ist alles klar soweit.
bin ich jetzt noch überhaupt nochmal? Ach guck mal, ich kann noch auch schnell laufen. So, hier gibt's nix. Da gibt's nix. Kann ich wieder reingehen? Ich glaube, ich muss gar nicht. Da ist noch eine Tür, oder? Eine Tür. Achso. Zu. Gut. Ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas finden. Ich glaube, wir müssen echt wieder runter. Ich sollte mal meine Licht, meine Lichtquelle vor allem benutzen. Taschenlampe nennt sich sowas. Mhm. Bist du in letzter Zeit viel im Stress? Oh, nicht so schön. Was machst du denn die ganze Zeit? Bei mir geht's auch bald wieder los. Hätte auch keinen Bock. Hier noch? Nee. Ich kann auch nicht alles mitnehmen hier. Hast du es nicht mehr angefangen? Womit? So, Pfeile, womit hast du noch nicht angefangen? Arbeit? Ist gerade Urlaub oder was? Zack. Ach, Studium. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Bei mir ist es immer dieses eigentlich so, weil wir Pfingsten an. Hast du dir denn schon alles rausgesucht? Jetzt auch für den Oktober oder so? Du bist auch auf einem Berufskolleg. Dein Fachabi mit CTA. Was auch immer schon wieder CTA ist. Aber auf jeden Fall, ja, schaffst du, ne? Viel Erfolg. Auf jeden Fall. Ui, Fachabi. Bäh. Na, das wird nichts. Ach genau, du willst umziehen. Ja, ja, genau. Ich dachte, da hättest du irgendwie schon das alles geklärt gehabt. Mit dem Umzug und dann da studieren. So mit dem, du wolltest doch so ein Fernstudium machen, oder? Und CTA... Ach, chemisch-technischer Assistent. Okay, jetzt macht's auch Sinn. Dann mal wegzuziehen und dann... Ah, okay. Na gut, dann danach. Lagegeschichte, okay, okay. Gut, gut. Kann da reingucken. Wo ist eigentlich meine Taschenlampe? Da ist sie. Ich hab doch gesagt, ich will die benutzen. So, ich brauch Sachen. Hierfür, dafür. Ja, da ist sie doch. So. Fortunately, one of our researchers, C. Lenning, morgen Praktikumsbericht abgeben. Ich hoffe, du... Oh, ja, mach's mal noch fertig, lieber. Judging by the accumulation of a mass of green substance found in his mouth and throat area, Dr. Barlow, our botany expert, thinks that Lenning was smothered by small, sticky, greenish clumps that look like pollen. Belonging to the living samples of the plant Sahiti, which is thought to have become extinct during the Paleozoic era. Dr. DeWitt will perform a post-mortem examination on his body soon. Spielen wir Media Hots. Oh, ich hab's erstmal deinstalliert. Ich würde eigentlich den PC neu machen. Ah. Drei Sätze schreiben, mir fällt nichts ein. So ein schönes Ende. Ach, Mensch. Ah! Na toll. Es gibt ein Problem mit einer der Kühlkammern. Ich habe sie beschriftet, sie muss schnellstmöglichst geprüft werden. What? Nein, da ist die Katze! Nein, nein, nein! Ich habe vorhin noch davon gelesen, ne? Diese scheiß Katze. Hat irgendwie so einen Geist in Gestalt von einer schwarzen Katze, die hier rumgeistert. Was machst du hier? Geh nach Hause. Ich muss mir das jetzt hier angucken. Hier so ein Pyramidenbild. Oh Gott, ey. Was? Ja, wie gesagt, Hotz habe ich schon deinstalliert. Ich mache ein Fazit, hast du schon. Ein abschließender Satz irgendwie, wie es war ganz cool so. Keine Ahnung. Praktikumsbericht nie geschrieben, sowas. Also halt nie ausführlich. Warte auf neue Proben. Was mache ich jetzt mit der Katze? Kam jetzt auch nur, weil das Licht hier anging, ne?
Ich habe jetzt keinen Fisch oder irgendwas für die dabei, nee. Verstehe ich halt echt gerade nicht, ne? Fazit vom Fazit. Ach genau, mal das Fazit zusammenfassen, ne? In zwei Sätzen. Was habe ich denn noch installiert? Ja, nix gefühlt, ne? Ein bisschen habe ich noch. Aber so halt, was ich so streame, ne? Ich habe halt noch ein paar neue Teile bekommen, warte jetzt noch. Ich habe noch eine SSD bestellen und das dauert noch ein bisschen mit dem Neumachen, aber... Weil ich halt auch nicht mehr gespielt habe jetzt. Ich komme eh nicht mehr zu, weil ich will halt an meinem Spielwender noch arbeiten. Das war's dann im Prinzip. Ja. So. Mache ich ihn jetzt. Jetzt ist er eine Katze. Alles bleibt stehen. Liegen. Ach Mensch. Hast du einen Fernseher bestellt? Schnäppchen. Cool. Also wenn es das ist. Ich will auch unbedingt einen neuen Fernseher. So einen richtig großen mal. Ah. Meinen alten Teilen? Oh, keine Ahnung. Also vermutlich gebe ich die dann sogar ab. Die sind aber auch schon so 6-7 Jahre. Ich glaube, die tun sich gar nicht mehr irgendwo noch zu verkaufen. Ich werde es vermutlich auch einfach behalten erstmal. Mache ich bisher mit allen Sachen immer so. 80 cm Smart TV. Mit WLAN. So was ist das Beste. Das hatten wir auch schon. Der Fernsehen guckt man nicht, aber zum Spielen halt, ne? Ich merke das halt bei ein, zwei Spielen so. Ist das so... Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Bei einigen braucht man echt so einen großen Fernseher, vor allem einen größeren. Ich meine, das ist echt nicht so was Besonderes. Vor allem auch schon ein paar Jahre alt. Da kann man sich mal irgendwann einen neuen holen. Kein Bock auf Flappy zu gucken, macht doch Sinn. Was? Kein Bock hab. Oh Gott, mein Deutsch. Ja, ist okay. Aber immer noch besser als Laptop auf jeden Fall. Ja, und für 200 völlig okay. Also ich habe damals für meinen, glaube ich, auch nicht, vielleicht 250 oder sowas bezahlt. Ich kann die Größe nicht sagen, aber das war erstmal okay, so für sich alleine so quasi so erstes Gehalt gehabt und so. Ich komme jetzt ein Fernseher. Keine kleine viereckige Röhre mehr. Großer Schritt. Ja. Zapfmeter. Ach Mensch, Leute, was mache ich denn jetzt? Die Katze sitzt immer noch da. Hat jetzt die Funkwellen vielleicht weggemacht? Oder muss ich zu dem Radiozeug doch wieder nach oben gehen? Ach, was bist du denn? Die Drogenpflanze. Mhm. Das gute Zeug. Nehmen wir nochmal eine Nase von? Oh Gott. Mhm. Danke. Der kippt doch gleich um. Ich glaube, ich gehe mich hinlegen oder so. Wer hat die Tür zugemacht? Jetzt dreht hier alles durch. Die Katze wird nicht komisch. Nein, 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 nein. Ich komme da nicht weg. Blödes Vieh. Wenigstens hat hier jemand die Tür aufgemacht. Wenn ich jetzt rennen muss, kann ich kurz nicht aufpassen. Tut mir leid. Speichern. Okay, danke. Gut. Geht alles wieder. Ich glaube, ich bin zu spät, sonst wäre es ein... Ach, Mist. Schon ärgerlich, schon ärgerlich. Adü. Ach so, ich habe deine Nachricht schon wieder überlesen, ne? Tut mir leid. So, ich gehe euch auch bei dem Danke, Yves, das passt das letzte Mal. Ein Fernseher und PS4. Für 3 bzw. 4 PS4-Spiele. Ja, genau so ungefähr. Das passt wirklich. Ja, aber ich. Vielleicht kommt zu Weihnachten noch eine Switch ins Haus und.
liegt ja jemand. Ja. Oh Gott, dann ist der Beste meist weg. Genau. Who is this? It's impossible to determine with so much decomposition. Ah, da fehlt irgendwie alles. Einen Schlüssel. Muss nicht meiner sein. Und anonyme Notizen von dem Typ, der da liegt. Das sollte einfach nur ein Hacky-Mode sein. Okay. Ja. Ja, aber ich habe mich trotzdem geärgert wegen dem. Ich kaufe was. Zack, einen Monat später ist es gratis. Oder ein Sale. Was? Nachricht gelöscht? Was? What? Ist das überhaupt noch? Ich glaube, das ist dann höchstens so ein, dieses Auto-Ding von Twitch. Ich habe das, glaube ich, auf Mittel oder sowas gestellt. Ah, okay. Na gut. Die Ausgrabung im ringförmigen Gebäude, das wir über den Linkaufzug erreicht haben, konnten wir heute endlich abschließen. Der Monolith, der stillschweigend darauf doch gewartet hat, wiederentdeckt zu werden, kann jetzt umfassend untersucht werden. Dieses gesprächige Stück Handwerkskunst lag unter einem Haufen Schutt vergraben und existiert womöglich seit der frühesten Geschichte der Menschheit. Ich kann meine Gefühle nicht mit Genauigkeit beschreiben, doch ich war absolut fassungslos, als ich zum ersten Mal in den uralten Hallen vor diesem gigantischen steinernen Werk stand und über die Auswirkungen dieser Entdeckung nachdachte. Nur Gott weiß, wie viele Zeitalter seit seiner Entstehung vergangen sind. Ja, Gossensprache, schlimm, ne? Wenn ich nur daran denke, wie alt dieses Monolith ist, läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Welche Zivilisation wäre imstande gewesen, solch ein Meisterwerk zu erschaffen, das nun einsam und verlassen vor uns steht, ohne die Geheimnisse seiner Meister preiszugeben? Des Weiteren konnten wir einige Symbole entdecken, die der Felskunst aus der Sahara im Südosten Algeriens ähneln. Auch wenn die meisten davon leider irreparabel beschädigt sind, wir haben keine unumstößlichen Beweise. Doch Cornel Plague hält eisern an seiner Theorie der Kontentialverschiebung fest. In jedem Fall haben wir nicht genügend Daten, um das Alter der Monolithen genau bestimmen zu können, aber es ist nicht zu leugnen, dass die Geschichte wieder einmal umgeschrieben werden muss. Achso, wir können zurückblättern, natürlich. Dip. Magst du Alpakas? Jeder mag Alpakas, oder? Ich liebe Alpakas. Was, wenn ich voll im Spiel bin, fluche ich auch immer wie ein Pirat. Oh, das stimmt. Das kann Eve richtig gut. Oh, yes. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Ja, wobei, aber ist ja nicht typisch nur Berlin. Yes. These Eve kann are das auch so. The pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Okay. Ach, stimmt, die sind hier überall drin, ne? Oh, ich glaube, ich brauche mal eine kurze Pause. Bob. So, eiskalt, ne? Ich bin gleich wieder da. Ich habe leider keinen wunderschönen Pausebildschirm für euch vorbereitet, aber ich bin gleich wieder da. Macht's gut.
So. Ganz authentisch willkommen zurück hier bei Kunarion. Ist doch ein typischer Pausebildschirm, oder? Spiel pausiert. Fertig, aus. Ja, ich lass schleifen. Meine Festplatte ist gecrashed. Deswegen muss ich alles wieder neu machen. Aber ist auch nicht schlimm, weil ich wollte tatsächlich auch alles wieder neu machen. Also. Wie komme ich her? Das ist auch nur so ein Raum. Ich dachte, hier geht's irgendwie weiter. Ich weiß auch nicht. Aber ich habe ja einen Schlüssel bekommen. Der hilft bestimmt auch. So. Erstmal weg. 2 Stunden bei Daylight. Ja, ein Backlight. Viel Spaß wünsche ich dir auf jeden Fall. Würde gerne bald mal wieder mitspielen oder so. Vielleicht mal wieder der Zeitfinder oder so. Das ist tatsächlich noch installiert, glaube ich. So als einziges Spiel, weil ich das mit jemandem bestimmt mal wieder spielen wollte, aber. War keine Zeit. Richtig schlimm. Ja. Also wie gesagt, genau, ich weiß, wo ich dich finde. Mach's gut, viel Spaß beim Spielen. Spiel war schön. Danke fürs Reinschauen, so. Schon cool. Aua. Ich kann grad nichts machen. Soll ich mich umdrehen oder was? Das ist einfach der Raum, der uns nicht mag. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ich sollte mich vielleicht setzen, oder? Mal ganz ehrlich. Beep-bop-beep. Naja, Eves. Bot hier. Botsprache. Was ist denn das jetzt? Mann! Ist das hier das Ding, oder was? Ja, guck mal hier, doch. Nicht berühren, nicht! Bergi, Grüße aus Irland, irre. Vielen Dank und schönen guten Abend. No more can we harbor ourselves on the safest shores, for there are things that cannot be undone. I think you should retire to your room. I'm going to think a bit more. Ach so, wir haben hier mit dem Doktor gesprochen, dass es uns nicht gut geht scheinbar. Krassen Drogen immer. Tü. Wieso sitzt denn der hier im Dunkeln überhaupt, Mensch? Keine Taschenlampe. Warum sammelt der Schädel? Diese komischen Doktoren immer. Ich glaube, hier geht's raus. Oh, ist das dunkel? Danke. Jetzt seht ihr überhaupt noch was? Ich hab's ja extra hell gemacht, aber sieht gerade einfach nur alles dunkel und schwarz aus. Gut. Ach, den lassen wir einfach da sitzen. Der ist nicht so wichtig, glaube ich. Die schönsten Bilder aus aller Welt sind nur hier zu finden, ne? Es ist gerade so ein bisschen Layers of Fear mäßig. Überall hängen Bilder und die Sachen verändern sich hier. Die Wände und so. Ich will da gar nicht rein. Nö. Nö, heute nicht. Lord. Heute ist keine verrückten Sitzung. Lord. Bestimmt muss ich da rein. Habe ich überhaupt irgendwas noch dabei? Nüscht. Also wie so eine Erinnerung hier gerade wirklich. It's locked. Na gut, wenn... Locked. Wenn die Tür aufgeht, gucken wir trotzdem nochmal hier, wo das Geräusch herkam. Ein bisschen Bilder gucken. Oh Gott, diese komische Pferde. Nein. Locked. Ach, ist eh zu, dann ist gut. Ja, das ist wieder so dieses, diese... extreme Tischlampe drin, die so rumflimmert und unserem Kopf nichts Gutes tut. Weg muss weiter arbeiten. Och, Menno, schade. Tschüssi. Und schon stream uns noch. Ja, danke.
arbeite nicht zu viel. War jetzt nicht so spannend hier. Ach ja, schön. Wie kommen wir doch vorwärts? Berge des Wahnsinns. Na, dankeschön. Was ist jetzt hier? Ach genau. Ich sollte mich auf die Suche nach dem Expeditionstrupp begeben. Nach mehreren verschwommenen Albträumen bin ich in dieser eher befremdlichen Umgebung aufgewacht. Alleine, wie mir scheint. In einer meiner Taschen habe ich ein leeres Notizbuch gefunden, in dem ich meine Erlebnisse festhalten werde. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, außer daran, dass ich nicht der Einzige hier sein sollte. Die Namen Dr. Faust und Dr. DeWitt schwirren in meinen Kopf herum. Außerdem verspüre ich starke Kopfschmerzen, wenn ich versuche, mich an weitere Einzelheiten zu erinnern. Ich sollte mich auf die Suche nach dem Expeditionstrupp begeben und schnellstmöglich herausfinden, was hier vor sich geht. Aber warte mal, habe ich hier nicht noch? Ist da was? Okay, genau. Hier, die Phonographaufzeichnungen über den Tod von C. Lenning. Bedauerlicherweise wurde einer der Wissenschaftler C. Lenning letzten Dienstag tot im Biolabor aufgefunden. Ach, der ist das, der liegt. Sieht er mal. Die Todesursache ist im Moment noch nicht bekannt, aber die grünliche Substanz, die wir im Bereich des Mundes uns... Oder haben die weggeräumt? Die haben die weggeräumt. Lässt laut Dr. Barlow, unserem Botanikexperten, darauf schließen, dass Lenning an kleinen, klebrigen, grünen Klumpen erstickt ist, die den Pollen der Pflanze ähneln, von welcher wir Proben gesammelt haben. Sahiti, oder Sati, wie ihr richtiger Name lautet, galt bereits seit dem Pelazogium ausgestorben. Als ausgestorben. Dr. DeWitt wird baldigst eine Autopsie des Leichnams durchführen. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her, wenn das jetzt auch noch eine, diese Aufzeichnung war und so, ne? So, und erstes Konarium-Ereignis und eine kurze Reise in die Vergangenheit. Mir fehlen die Worte. Ich kann meinen Gefühlen keinen Ausdruck verleihen. Denn keine einfache Beschreibung wird ihnen reichen. War das eine Vorahnung oder eine Vision? Ich weiß nicht genau, was ich, wie ich das alles interpretieren soll. Plötzlich fand ich mich in einem mir bekannten Raum wieder, einem Raum, den ich glaubte, aus meinen Gedanken verbannt zu haben. Eine Erinnerung an längst vergangene Tage. Na gut. Noch ein Zettelchen. Ich trinke nochmal einen Schluck. Dr. Barlows Notizen zur Diversahe-Mixtur. Diversahe, der legendäre Trunk aus den ältesten Mythen. Ich hörte zum ersten Mal vor mehreren Jahrzehnten von dieser äußerst mysteriösen Mixtur aus. Als ich gerade meine These zu Salvia Divinorum, auch bekannt als das Salbei der Wahrsagerei, eine entinogene Pflanze, die zumeist in religiösen oder schamanischen Zeremonien verwendet wird, verfasste. Seit Jahrhunderten hat es niemand geschafft, greifbare Informationen über diese Mixtur in Erfahrung zu bringen, abgesehen von ihren legendären, mystischen, psychoaktiven Eigenschaften. Deswegen sage ich ja, Drogenparty haben die da geschmissen. Gleich am Anfang erstmal immer Rinder im Kopf. Oder wie auch immer, die das genommen haben. Durch die Nase. In einigen Quellen war es das Getränk der Götter, in anderen ein Schlüssel, um das Tor zu Orten zu öffnen, die über den konventionellen Verstand eines Menschen hinausgehen. Eine Brücke. Eine einzige Brücke, die ein Mensch überqueren muss, um die Ketten des menschlichen Körpers abzustreifen. Die meisten Gelehrten würden bereits für einen Hinweis auf eine der unbekannten Zutaten einen Mord begehen. Danach habe ich mein ganzes Leben lang gesucht. Eine neue Formel schwirrte in meinem Kopf herum. Ich bin der Meinung, dass ich dank der neuen Hinweise, die ich während meiner Arbeit hier sammeln konnte, zumindest eine abgewandelte Form der legendären Tinktur Diversahe produzieren kann, wenn nicht sogar das Original. Ah, Gott. Die mit ihrer Unsterblichkeit jedes Mal. Es geht weiter. Ich kann es aber schwer lesen nur. Die Skulpturen mit mehr oder weniger humanoider Gestalt wecken in uns zuerst Erinnerungen an die Terrakotta-Armee, die für den ersten Kaiser Chinas als Grabeskunst erschaffen wurde und ihn im Jenseits beschützen soll. Doch ausgehend von den Informationen auf einigen der Bassreliefs gehen wir mittlerweile davon aus, dass diese hölzernen Puppen oder Golems wohl zu dem Zweck geschaffen wurden, bestimmte Aufgaben für ihre Meister zu erfüllen.
Sie gleichen ja mit den altägyptischen Ushebu-Figuren, die ihren Besitzern im Leben danach dienen sollen. Diese Golems sind uns in verschiedenen Größen begegnet und vor allem die riesigen Varianten, die stillschweigend auf ihren gemeißelten, abgeschliffenen Steinen, sternenen Schemeln drohten. Als ob sie darauf warteten, jederzeit einen Befehl zu erhalten, lösten enormes Unbehagen in der Gruppe aus. Bäh. Nochmal Text. Herrlich. Es gibt eine ganze Reihe an Toren, die in dunkle und feuchte Korridore führen, die zumeist bereits der seit Ewigkeiten bestehen. Manche von ihnen waren von merkwürdigem, efeuartigen Gewächs überwuchert, das sich wie im Wind hin und her bewegt, wog. Obwohl hier unten keine externen Kräfte existieren, die dieses Verhalten auslösen können. Sie scheinen den unteren Etagen zu entstammen und bahnen sich ihren Weg durch Spalten in den Felswänden. Um dem abergläubischen Geschwätz in der Mannschaft Einhalt zu gebieten, widmete sich Dr. Barlow, dieser Botanikexperte, unser Botanikexperte, höchstpersönlich der Untersuchung dieser Pflanze. Hey. Ich schaff das noch, oder? Hey, eine Stunde lesen krieg ich hin. Die ersten Erkundungsmissionen mit dem U-Boot gaben Aufschluss darüber, was sich in den Unterwasserhöhlen befindet. Am auffälligsten waren die Bauwerke mit Öffnungen, die wie Türen oder Fenster aussahen. Diese führte uns zu der Frage, ob diese Höhlensystem ursprünglich unter Wasser angelegt wurde oder ob es zu einem späteren Zeitpunkt überflutet und für seine Erbauer deshalb unbrauchbar wurde. Ja gut, das... Toll! Antarktika. Antarktis. Eine wissenschaftliche Abhandlung über die Geschichte des Weißen Kontinents. Auch schon ein bisschen älter hier. Aussprache der Zeissen. Ich habe eigentlich so einen Hebel finden noch für den Aufzug. Da ist er! Danke! Einen Hebel gefunden. So. Na gut, dann können wir jetzt eigentlich runterfahren. Aber das hier eigentlich sollte alles getan sein. Also, klar, wir haben keinen Schlüssel für unser Zimmer, aber ich glaube, das ist nicht weiter schlimm. Der Link Elevator. Nur links dürfen damit fahren. Na. Frank, I don't know if you can hear me, but I am trying to search it. It is the only way. Ja, wir kommen zurück. Hey, Baby. Ach Mensch. Hey, hey, can you hear me? Gehen wir zurück zum Radiosender? Nee, ne? Also ich glaube, wir sollten jetzt schon weitergehen. Hab den Hebel gefunden, so. Ach, im Tagebuch. Wir gucken mal nochmal rein. Hier, Erstkontakt. Aufgrund starker Störungen konnte ich den Inhalt der übermittelten Nachricht zu meinem Bedauern nicht verstehen. Ich sollte wohl auf weitere mögliche Übertragungen achten. Und obwohl ich mir dessen nicht sicher sein kann, scheint es mir sehr wahrscheinlich im unteren Teil der Basis auf jemanden zu stoßen. Frank, ich weiß nicht, ob Sie mich hören können, aber Sie müssen... Ich versuche... Suchen Sie weiter! Das ist der einzige Weg. Ja, gut. Und dann die restlichen Bröckel, ne? So, fahren wir jetzt nach unten oder wie sieht es jetzt aus, wenn wir zumachen? Und jetzt? Hoch. Hoch finde ich eigentlich ganz gut, ne? Uiuiui. Wird schon nicht so schlimm sein hier oben. Ich meine, wir sind ja im Prinzip normale Ebene. Das ist hier alte... Boah, das sieht so ein bisschen Skyrim-artig aus, oder? Oder war das Skyrim? Ich glaube schon. Oh, jetzt geht's wieder ab. Na, ja, ganz geil. Ja, was ist das? Wir gehen einfach mal drauf zu. Kann ja nur besser werden. Hey,
This is amazing. Most of the ground level structures have been crumbled and rounded from untold eons of savage storms, and thus weathered into shapeless ruins. However, both the ground level and the cavern systems below are clearly displayed in these bas-reliefs. The most striking features depicted in this grand panorama, I believe, are the tall, occasional towering spires, which somehow resemble a lighthouse. They all seem like focusing a light beam towards a colossal structure in the center. Could there be some sort of religious meaning behind this? Or simply something that has a more practical use? I'm not sure. Ja, vor allem hoch ist gut. Ne, der Empfang wird besser und wir sehen hier ganz komische Gestalten. Au. Ja, Haare eingeklemmt in der Brille. Das wie. Das sieht mir zu häufig. Und wieder ins Tagebuch. So. Ach, Dr. Faust war das. Seine Bemerkung über die Bas-Reliefs im turmartigen Gebäude. Habt ihr, denke ich mal, jetzt mitlesen können. Ne? Kann man auch jederzeit nochmal abspielen. Finde ich gut. Also ich glaube, wir haben hier jetzt nichts verpasst. Guck mal hier, eine ganze Stadt. Hübsch. Au. Ja, au. Ja, wie er meint, die wie so ein Leuchtturm, ne? Schneller laufen. Hier ist Ende, oder was? Ah ne, hier. So, this is the strong light that can be seen from ground level. Konnten wir das sehen? Bestimmt, ich habe noch nicht nach oben geguckt, ne? Kann doch hier bestimmt irgendwie was, guck mal hier, so schieben oder ziehen. Ich habe sogar Fußabdrücke. Ich werde bekloppt. Da, guck mal. Ich habe zwar keinen Körper, aber ich glaube, ich bin echt. Was mache ich denn jetzt? So, this is the strong light that can be seen from ground level. Das ist gar nicht so cool hier oben, wie ich dachte. Oh Mann. Ich mag Brillen oder so Nosepads. Drücken weniger in den Kopfhörern. Wie meinst du, ohne Nosepads? Ohne Nosepads ist doch, wenn die hier so innen drinnen noch so Dinge haben, oder? Also, habe ich auch. Also ich habe halt nur dieses normale Plastik drin, das ist nicht viel. Aber es drückt trotzdem, die Kopfhörer sind einfach schlecht, die ich gerade habe. Also, einfach ungünstig. Ja, na toll. Ich glaube, wir gehen wieder. Vielleicht können wir jetzt nach unten oder so. Ja, guck mal, ich glaube, ich könnte auch einfach nach unten. Wir waren jetzt im Turm. Jetzt kommt die Base wieder und dann können wir noch weiter nach unten. In die Höhlen. Toll, ne? Mit dem Licht hier. Pass mal aus. Yay! Runter! Direkt ein Ladebildschirm. Okay, das wird ein großes Gebiet. Jetzt das Ding da oben. Gut. Also ich glaube, ich habe schon ein bisschen was geschafft. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel genau wird. Also es kann sein, dass wir beim nächsten Mal vielleicht auch schon fertig werden. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Wir haben ja eigentlich noch nichts wirklich rausgefunden, aber es wird glatt. Das ist ganz wichtig. Eben nicht halt zwischen den Brillen gibt es Nosepads. Die drücken bei der Nase. Die ohne sozusagen noch näher ran. Das sind so halb. Also ich denke mit Nosepads meinst du diese, wie so aus Gummi sind die manchmal auch, die so extra mit Metall nochmal befestigt sind in der Mitte, oder? Oder ist das was ganz anderes, so an der Seite irgendwie? Ich bin jetzt nicht so der Brillenexperte. Das gute Zeug. Giftige Pflanzen und die Gefahr, die von ihnen ausgeht. Gift halt, ne? Ach, herrlich. Merkwürdige Vegetation, so verwunderlich wie gefährlich, überwuchert einen Großteil der Flure. Unterhalb der Upaut-Basis befindet sich eine geheime Welt. Und obwohl ich darauf gefasst war, diesen Ort zu finden, ist die Realität doch ganz anders.
als ich zu träumen wagte. Wir versuchten uns gewaltsam einen Weg durch die Pflanzen zu bahnen, doch diese stießen bei Kontakt ein äußerst giftiges Gas über ihre Knospen aus. Ich wies die Expeditionsteilnehmer daraufhin an, sich von den Pflanzen in den Höhlen fernzuhalten. Außerdem konnte ich ein merkwürdiges Phänomen beobachten, nachdem ich eine Probe eben jener Pflanzen untersucht hatte. Mir fiel auf, dass die einzelnen Ranken wie auf Kommando ihre Länge verändern konnten. Es scheint auch so, als würde sich die Pflanze selbst bewegen, obwohl hier unten keine Luftströmung existieren. Die Bewegungen erschienen mir äußerst zu regelmäßig, um durch natürliche Faktoren ausgelöst werden zu können. Es mag verrückt klingen, doch ich habe das Gefühl, dass die Pflanze zumindest über ein rudimentäres Bewusstsein verfügt. Das ist ganz schön creepy. Die krümelt's immer so die ganze Zeit. Ach, nicht gut. Ich darf ein Foto machen. Nee, ist okay. Ich google nachher. Hey, anyone here? Ja, ne, eigentlich sieht's nicht so aus. Dr. James? Dr. Morgan? Anybody? Ich meine, die müssen ja eigentlich irgendwo sein. Where are they, for God's sake? Eine Leiche haben wir bisher gefunden. Was ist das für ein Geräusch? Ah, mal rechts und links gucken. Da, die bewegen sich. Ja, nicht mit Gewalt zu hauen, ne? Ah, ich glaube, wir sind noch fast wieder rum hier. Ich weiß selber auch nicht zu 100%, ob das, was ich sage, ob das stimmt. Ich glaube zumindest. Aber du hast halt irgendwas dran, was deswegen das weniger drückt, oder so mit den Kopfhörern zumindest, ne? So, in die Mitte kommen wir nicht. Halt! Den Kasten. Looks like something's missing here. I need something that can fit. Nicht meine wunderschöne, hier. Ach, die hab. Wo ist mein Stab hin? Hab ich meinen Stab irgendwo benutzt? Nee, hab ich nicht. Na, wie so ein Hebel war das halt im Prinzip. Halt, ich wollte mich eigentlich ducken, ob ich da vielleicht so mit durchkomme. Ja. Ich meine, vielleicht ist das Gift ja gar nicht so schädlich für uns. Ah. Halt. So geht das nicht. Halt, was ist denn RT eigentlich schon wieder? Ach, das unter andere. Ah. Kannst nicht benutzen. Seine Axt. Ich kann damit auch nichts machen. Nee, geht nichts. Axt nix. Ich will auch runter. Mo. Oh. Keine Gewalt löst nichts. Es Alpaka-Plüschtiere lösen einige Probleme. Oh ja, das stimmt. Ja, wenn ich Brillen ohne Nosepads trage, drücken die weniger im jetzigen Headset. Okay, aber du meinst von vorne oder von der Seite? Weil das verwirrt mich jetzt. Weil ich habe immer nur hier das Drück auf den Seiten. Wenn das hier so reingedrückt wird, kommt hinten das manchmal da zu sehr ran oder so. Würde ich die auch aber abschneiden lassen. Looks like something's missing here. Wo ist denn mein Stab hin? Tritt durch hier. Eine Axt habe ich jetzt. Toll. Soll ich jetzt kaputt hauen damit? Irgendwelche Schränke, irgendwelche Türen? Ich versteh's nicht wirklich. Das Tagebuch ist ja jetzt auch nicht so gebaut, dass es mir Hinweise gibt, sondern eher nochmal mich zu erinnern, dann kann ich das mal durchlesen oder so. Auf der Seite. Okay. Muss ich mal googeln, was du da meinst. Also, es muss jetzt auch nicht Nosepad heißen, aber. Hm. Eine Axt, okay. Wen habe ich denn meinen Stab gegeben?
Die guten Pollen hier in der Luft. Das hier irgendwie aufmachen? Nee. Yes. These are the pre-human species we found frozen in a cave. Soll ja angeblich weiter. Hat der aus dem Dings gesagt, aus dem Walkie-Talkie. Blaues Alpaka mit einer Schlafmütze. Oh mein Gott. Also ein blaues Alpaka ist auch das Einzige, was mir noch fehlt, weil ich unbedingt ein kleines, also so ein mittleres blaues Alpaka haben möchte, damit ich es Blueberry nennen kann. Ist das irgendwie verwerflich? Ich glaube nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Standard. Ist das so langsam? Keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll. Nö, Pollenallergie hat sich schon... Ich glaube, der hat einmal gehustet und dann war alles sehr merkwürdig. Und dann ging es wieder. Natürlich. Ich habe ein riesiges weißes Alpaka mit einem Hut, mit einer Blume dran. Das habe ich auch direkt aus Japan mitgenommen. Bitte. So. Das ist auch total süß. Da, ich war da in Kyoto auch noch in einem Hotel mit dem Ding. Hab's halt im Zimmer gelassen und die, die Hotelverfrauen, die haben das halt tatsächlich unter die Decke gelegt und dann zugedeckt, als ob das da schlafen würde. Als ich wiederkam, hat es halt da gelegen, ne? Ich hab's irgendwo an die Seite nur gestellt und sie haben es einfach so zugedeckt. Das ist so süß. Da. Und so ein kleines lilanes, was ich noch vorher hatte. Also lila, ne? Und noch mal ein ganz kleines weißes. Mit einer Krawatte. Das ist so süß. Gott. Aber halt keine echten, ne? Das ist nochmal ein anderer Weg. Ziel meines Lebens dann am Ende. Sogar aus Japan. So amazing. Oh yes. Da wollen wir gar nicht durch. Oh Mann, was will ich noch machen? Also ich hatte mal einen Stab. Den brauche ich offensichtlich nicht mehr. Wow. Ich muss keine Türen mehr öffnen. Ich gehe einfach nur noch durch. Da. Bin auch durchgegangen. Das konnte ich vorher gar nicht benutzen, oder? Mann! Was? What? Hä? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann hier alles 10-mal drücken. Tuner ist, glaube ich, relativ egal. Ich glaube, das hier ist eher das Wichtige. Ich gehe nochmal spaßeshalber die Sachen durch. Das ist leise, das ist, glaube ich, lauter. Au. Was denn? Mache ich das falsch? Ich mache das falsch. Oh, danke. Gerade zur Aufmunterung. Es ist einfach nur unangenehm. Hast du mich gerade angenießt? Die Katze. Ah! Das scheint auch da zu funktionieren. Okay, gut. Wie sortiere ich das jetzt eigentlich gerade? Ich glaube, ich mache mir das. Ich komme mit der Steuerung noch nicht klar. Seitlich? Nee. Auf Key. Bericht ausdrucken. Sehr schön, also ist nur noch fertig geworden. Sehr cool. Hast du bitte ein Foto davon, bitte? Ja, kann ich prinzipiell machen. Ich weiß nur nicht, wie ich dir das so mitteilen kann. So als Pausebildschirm das nächste Mal. Na, was machst du denn jetzt am Controller? Ne? Ich spiele gerade. Nein, seitlich. Das ist irritierend hier. Durchschalten ist wieder. Das ist genau anders, als man es benutzen würde halt. Eieiei. Hat hier. Hört sich ja fast gut an. Einmal das Radio durch, bitte.
bestimmt bald geschafft. Kann bestimmt auch sein, dass ich noch 10.000 andere Einstellungen machen muss, oder? War alles umsonst? Ich glaube schon, ne? Das hatte ich schon längst raus gehabt durch Zufall. So, eine Kapsel, ja. Das hat mich leicht irritiert, dass dieses Rauschen im Radio nur auf der rechten Seite ist von dem Kopfhörer. Oh, okay. Also ich hab's auch nur so auf dem rechten. Ich glaube, das. Also ich vielleicht. Ist jetzt angenehmer? Mann, was konnte ich noch machen hier? Blöder Kasten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auch die richtige Einstellung da das schon machen wird. Wir haben auch gar keinen Hinweis dazu, oder? Brauche ich jetzt auch nicht. Hier kommt aber gerade ein Mausekord durch. Ich erkenne das eh nicht. Ob es jetzt lang oder kurz ist. Ich weiß auch nicht, wo da die Pausen sind oder sowas. Das wäre mein Lautsprechen auch so. Ja, gut. Ah, da kommt auf jeden Fall ein Mausecode durch. Ist die Einstellung schon irgendwie fast geschafft hier? Keine Ahnung, was die Sachen bedeuten. Wofür ist eigentlich ein Tuner gut? Keine Ahnung. Kriege ich das Radio-Rätsel hier eigentlich noch gelöst oder ist das jetzt egal? Also eigentlich sagt ja Hauptstory, ich soll auch weiter weitergehen und dann weiter suchen, aber mein Stab ist weg. Ich finde meinen Stab so nutzlos. Bisher waren ja auch. Wieso gehen jetzt diese Klappen noch zu öffnen? Komme ich vielleicht doch irgendwie in den Storage Room rein? Erinnerst du dich gut daran, wie dein erstes Alpaka-Plüschtier gekauft hast? Oh, das ist sehr schön. Wie sieht das denn eigentlich aus? Ist es auch so ein weißes denn, oder? Komm, ich die ganze Zeit bei Alpakas unterhalten. Licht könnte helfen auch vielleicht. Ach, Eve, ich glaube, ich brauche mal Unterstützung hier. Ich eier schon seit einer halben Stunde hier durch die Gegend. Kann ich in den Storage Room einbrechen? Unzufrieden. Die Küche ist auch nicht so ergiebig. Aber ich hätte mich halt auch noch ganz gut dran. Also abgesehen davon, dass es ja jetzt halt in Japan war auch noch. Es muss in irgendeinem hinteren Lädchen gewesen sein, auch so ein, zwei dritter Stock oder sowas vielleicht. Ich weiß auch genau, dass er irgendwie ganz oben stand und ich nicht alleine rankam. Ach ja. Packerstream. Ja, quasi, ne? Bin auch am Rätseln. Die Lösungen sind echt doof beschrieben. Hast du mal am Leuchtkugelding oben mal untersucht? Ich glaube, das ging gar nicht. Ich habe das von ein paar Seiten angeguckt. Ich kann noch mal probieren. Ich hätte jetzt auch fast gesagt, noch mal nach oben gehen. Jetzt habe ich eine Axt. Jetzt kann ich das Ding ja hauen oder so. Der hat ja zum Beispiel aus dem Fenster geguckt und meinte so, das kann man auch von unten angucken. Was soll das, meine ich? Also. Diese Viecher, ey. Ich sag ja, ich will auch eine Echse sein. No. Irgendwann so einfach auf die Schulter setzen oder so nebenbei, ne? Düff. Dann noch mal nach oben, mal hier zu. Nach oben. Achso, ist eine andere Katze hier schon wieder. Jetzt war die gleiche. Ach ja. Und aus dem Augenwinkel die Katzen nicht unterscheiden kann. Dann sehen sie sich ähnlich, ne? So. Ich habe es auch auf einer Anime-Convention in Wien gekauft. Ging so durch die Stände und sah es oben rechts.
fragte, wie viel das kostet, rannte zu meinem Bruder, damit er Geld gibt, damit ich es kaufen konnte. Super happy, das ist doch die Hauptsache. Gerade hier fehlt das Ding. Aber ja, das ist geil. Ich hatte noch mir so ein riesiges Faultier geholt. Auch auf einer Convention. So. Also ich habe mich hier schon gewundert, hier waren ja so wie so Schienen, aber scheinen nicht benutzbar zu sein. Aber mit dem Ding konnte ich nichts machen. Das ist boring. Pustet hier so Licht raus und dann kann man sich das angucken. So, this is the strong light that can be seen from ground level. Ne? Und das war's. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas noch... Vision hatte ich hier auch noch. 25 Euro für Mediumgröße. Ja, absolut. Also, na gut. Ja, doch. Es ist okay. Also, die Liebe zählt ja jene. Die macht dann alles wieder wett. Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, die Preise von auch kleinen Kuscheltieren heutzutage, also auch nicht unbedingt... von den ganz normalen Kuscheltieren heutzutage sind auch richtig überteuert. Also, ich weiß nicht, wenn du so einen kleinen Teddybär kaufen willst, die kostet schon mal 40, 50 Euro. Also, ich weiß nicht, ob ich dann so einen Spezialladen für Kuscheltiere war und die alle per Hand aus Hasenfell genäht haben oder so. Aber war schon krass. Also, mein lieber Scholli, wenn du so die Billigdinger holst, hier irgendwie bei diesen, ich weiß nicht, immer so nach diese super cute gemacht sind, die finde ich schon unheimlich. Ach, wir müssen doch nach unten. Geht auch von alleine zu. Okay, gut zu wissen. Ja. Ja, aber ist okay. Ich glaube, ich habe auch so 30 Euro für das Große bezahlt oder so. Also umgerechnet. Vielleicht sogar weniger. Keine Ahnung. Ich habe vielleicht sogar noch irgendwo den Kassenzettel. Könnte ich umtauschen. Also ich hoffe doch mal, dass dieses blöde Ding, was ich jetzt habe, da ranpasst. Auf jeden Fall gut, um mal hochzugehen. Mhm. Hat sich das Licht gedreht. Ich wette, ich muss das bestimmt auf die Pflanzen drehen, oder? Was ist das hier? Oh Gott, das ist so der Ständer. So. Jawoll. Die mögen kein Licht. Das hört sich heftig an, ja. Kostet wahrscheinlich bei einer Convention ein bisschen mehr als normal. Nee, die sind da, die haben tatsächlich die, auch die Preise wie im Internet oder irgendwo anders. Also die halten sich da schon echt gut. Also auf Conventions so Kuscheltiere kaufen ist gar nicht so verkehrt. Man muss halt gucken, manchmal kriegt man die da sogar günstiger. Jetzt wird es langsam eklig hier. Gleich kommt die Mottenfrau oder so. Kriege ich hier aber die Motten. Mal. Ein weiter Weg hier. Werde ich schon nichts verpassen. Hallo? Ach, wir sind jetzt hier unten. Okay. Wollte ich ja hin. Ich habe ja von so laut geschrien, ne? Oh Gott. Sound. Was mehr bezahlt. Bist du nicht mit dir? Ich 25 Euro ist völlig okay. Irgendwas spinnt hier gerade rum. Oh Gott. Da geht's rein und hier geht's auch hoch irgendwie. Bitte keine. Ach, ich bin das mit den Gletschergeräuschen. Oh ja. Geil. Bewegen kann ich mich gerade nicht. Ich weiß gerade aber nicht, wo ich hier gucken soll. What was that I've just seen? Ah, das ist auch wieder so ein mit dem geöffneten Auge. Miep. Platsch.
glaube, wir folgen mal dem Tunnel, oder? Ich habe schon wieder irgendwas übersehen. Ahnst doch schon. Aber hier liegt halt auch nichts drauf oder dahinter. Stimmt nicht. Wirkt ein bisschen wie in der Filmreihe Alien. Meinst du in den ganzen Klipschi-Sachen hier? Oder ist das echt so creepy gemacht? Mein erstes Ziel, wenn ich mal arbeite, Gaming-Gear aufrüsten und dann noch mehr Alpaka-Plüschtiere kaufen. So insgesamt 3 oder 4. Ah, das ist ein gutes Ziel. Ja, ich muss halt auch gucken. Also, irgendwie mal aufrüsten ist immer schön. Ich glaube, ich kann die Geräusche einfach ignorieren. Aber so Soundbugs gibt es hier schon, oder so Lecks, oder was auch mal das ist. Kann ich das berühren? Oh. Toll, das, Steinstücke mit Glyphen drauf, ja, okay, gut. Steinstücke, die guten. Wir rennen hier voll in die Ausgrabung rein. Ich gehe mal einen Zahn zu. Ist ja riesig. Oh, Steine. Noch eine Axt. Das Leben der Echsenwesen. Ja. If I am not mistaken, das ist wieder der andere Doktor, nicht der Faust, oder? The overgrown flora we came across at the various points in the cavern can be cleared away with an iridescent device, ja, ja nicht so der tool or a talisman. Gucker. Curiously, we still haven't been able to find the roots of those plants. They seem to seep out of these caverns by passing through crevices which look as if intentionally made for them. What other secrets might these silent halls conceal from us? Aber ja, ich hätte auch fast gesagt, dass es Nägel wären. Also die müssen bestimmt auch noch irgendwo rein. Und ein kleiner Finger eingeschlafen. Mir ging das auch mal so. Das ist äußerst unangenehm. Und hier bezüglich der überwuchernden Fauna. Wenn ich mich nicht irre, bla bla bla. Bla 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 halt, ne? Alles nochmal zum Mitlesen. Oder nachlesen. Oh. Na toll. As we plan, my team will continue exploration through the gateway. Das ist an irgendwelche Erinnerungen erinnert. Other expedition parties can commence when ready. Tut ein bisschen weh, glaube ich. Steine vor der Nase. Noch mehr Steine. Ich glaube, einmal rum ist schon ganz gut. Hier kommt gleich wieder irgendwas, oder? Kann da auch nichts draufpacken. Looks like something's missing here. Wieder irgendwas zum Tränen? That can fit. Ah, hier, guck mal. Da kommen die Dinger rein. Großer Stern. Ist das das Ding? Das sieht halt genauso aus, aber da ist nichts dran. Ich könnte es natürlich jetzt irgendwie zufällig da anordnen, aber das wird mir nicht viel helfen. Was war das? Wohnt hier jemand in der Höhle? Au. Das mag ich nicht. Nein, nein, nein.
muss nicht sein. Na, es ist echt schwierig hier irgendwie die Sachen hinzusetzen. Ah. Ist da so ein Licht ringsrum? Völlig fehl am Platz. Wir gucken mal lieber in die Mitte, was da noch so ist. Jetzt auch direkt dahin. Kann ich das mitnehmen? Oder irgendwas? Jetzt ist keine Leiche, aber was Schweres. Der sieht schon wieder so. Der hat so ein Konarium-Ding um. Oder guck doch mal, hier so ein Handschuh. Wir reden nicht darüber, dann ist es nicht passiert. Noch mehr Gräber. Darf man das? Ach Gott, ey. Was sind die Notizen? Das war mein Bauch. Wie ist dieses Hirn? Was willst du denn? Jetzt meckern sie schon von unten nach oben hoch. Das ist leer. Hallo. Ich hab dich auch gern. Nee. Wohlgemerkt eine andere Katze, ne? Da. Da ist so ein Sack. Ist hier mal was drinne? Was zum Mitnehmen? Ich meine, ich habe ja jetzt das Rad. Vielleicht kann ich damit auch alleine schon irgendwie noch was machen. Okay, der kriegt gerade wieder hier irgendwas. Was ist denn los? Was siehst du denn? Muss ich da hoch vielleicht? Ach, guck mal, hier ist das Ding. Ich sehe es gar nicht richtig. Ich bin von der anderen Seite wäre sinnvoller, ne? Bob. Wenn wir schon mal beim Schänden sind hier, ne? Ach ja. Gesundheit. Ducken? Ach man, ja, Gesundheit nicht, das sind nur diese Katzenhaare. Ja, das geht überall immer. Ich glaube, da lag was drin. Ja, da ist eine Platte. Toll! Ein Ornament aus Metall mit dem Symbol eines Alten. Ein Symbol, das den Träger vor mächtigen Entitäten schützen soll. Auf einem der Gesichter. Aber doch, darf ich mitnehmen. Beschützt mich dann bestimmt. Nicht immer von der anderen Seite gucken, ansonsten, ja, wir ducken dann halt. Ja, hier nimmt das auch ein bisschen zu. So, wer merkt sich das jetzt bitte alles mal? The same set of symbols we've seen in strangely carved niches all around here matches with what is written in the oldest parchment. I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant. Bestimmt. Das oben mit dich? Ach, sehr gut, er hat's übertragen. Dankeschön. Als ich mich der Steintafel näherte, die sich an einem Ort befand, der einem uralten Friedhof ähnelte, wurde ich von einer Vision übermannt. Auf der abgeschliffenen Oberfläche des Gesteins war ein Diagramm bestehend aus mehreren Glyphen abgebildet. Eine der Glyphen war für die Gestalt in der Vision von besonderer Bedeutung. Ich hatte das Diagramm zum Tütpunkt betragen und die relevante Glyphe markiert. Wieso ist die so relevant nochmal? Diesmal dann näher ran. Du meinst jetzt nochmal hier an das Ding? So richtig angucken? Krümelt nur. Oh. Das
So, jetzt können wir uns aber gleich mal drum kümmern. Ey, durch diese blöde Hitze, ich hatte mir gedacht, da laufen irgendwie Schatten durch die Gegend. Völlig fertig hier. So, ich habe gefunden. Ein Rad. Da kann man drehen. Ei, das war's. Okay, ich habe das Rad gedreht. Und jetzt? Das sind gar nicht die Symbole, die wir da haben. Oder müssen wir die nochmal irgendwie drehen? Oder doch das... Ah! Ey, ist das abartig? Slot wählen? So. Jetzt gucke ich aber nochmal in das Notizbuch rein. Das ist nicht... Da, Zeichnungen. Links unten ist eine Sonne. Darüber ist wie so ein Brunnen. Muss erstmal reichen. Ah, genau, die Sonne ist schon ausgewählt und hier kann man einmal links rumgehen. Das ist, glaube ich, auch das, was da oben hin muss. Nochmal zurück. Also so eine Art Auge und das, die anderen Tröpfelchen auch oben. Nee. Na, aber jetzt gesund. Ja, genau, danke. Da mal die Maus benutzen. Achso, war das stimmt eigentlich. Ja, macht Sinn. Ist viel leichter. Ja, da muss man halt mal rechts, links und dann oben, unten. Ah, das ist doch jetzt richtig, oder? Ich glaube schon. Also ich erwarte jetzt, glaube ich, erstmal nichts, es sei denn, ich habe die beiden Dinger vertauscht. Mal hier die. Ja, da, hier. Zip. Dip. Dass die dahin gehören. Nö. Das, ich habe es schon richtig gemacht, glaube ich, beim ersten Mal. Wobei die halt irgendwie gedreht werden. Das verstehe ich nicht ganz. Also wie das hier zum Beispiel, das müsste ja irgendwie auch auf dem Kopf sein, so. Und das genauso. Aber der Stern sah doch schon so aus. Egal. Wir gucken mal, was passiert. Genau, dann am Rad drehen. Ja, jetzt passiert was. Gut gemacht, Eve. Okay. Ich hätte irgendwie gedacht, dass hier noch was passiert. Hier hat sich gar nichts getan. Jetzt. So. So geht's. Oh ja, ist man doch unten noch weitergekommen. Wir müssen ja schon fast aufhören hier. Dabei geht's bestimmt gerade erst los oder so. Ich muss sagen, es gefällt mir. Es ist halt nicht dieses typische Lauf vor irgendwas weg, denn dadurch hast du Angst und so. Nee, das ist halt irgendwie hier und da hat man so ein paar Phasen. Man versteht nicht, was so wirklich los ist. Die Gegner sehen ganz cool aus. So ist cool. Also so mystisch halt mehr. Vor allem, wenn sie so flimmert. Das bin ja ich! Ich hab doch einen Körper. Okay. Bin ich doch der Typ mit dem dritten Auge auf dem Kopf? Ich glaube, ich muss mir keine Sorgen machen. Nein. Aufhören? Ja. Eve kann auch mal nicht länger als bis um 9. Also muss er früh ins Bettchen. Und ich muss tatsächlich auch mal mir langsam wieder einen Rhythmus angewöhnen. Und dann ist wieder nochmal Tagesplan mir wieder mache. So ein bisschen. Bisschen geht es noch, aber dann halt nur ohne Mod. Ja.
meine, ist jetzt eh ruhig, also. Frank, can you hear me? Thank God. Yes, I can hear you. Finally. It seems the effect of the mixture starts to wear off. Frank, heed me carefully. Time is running out. So I must be brief. Where exactly are you? Unten? Dr. Faust, is that you? I'm inside the caves below the base. Where are you? Listen. I cannot talk much. I know that you are having trouble remembering. Ja klar, den Lichten folgen. Lichtern. Ja, genau. Do you hear me? Come on, please. Where are you? Damn it. The connection is lost. Ja, und das Problem ist auch halt wirklich. You said I have to keep going. Why? Where are they? Sobald man halt eine Kamera an hat und es irgendwie ein bisschen später wird, da kommen irgendwann wirklich Idioten in Chat oder in Stream halt generell. Bezüglich des Klimas in den Höhlen. Wir können vermutlich davon ausgehen, dass das Klima hier aufgrund der vulkanischen Aktivität in der Erdkruste feucht und gemäßigt ist. Aber können dies mit Sicherheit bestimmen? Nicht mit Sicherheit. Diese Theorie erklärt auf irgendeine Art und Weise die Beschaffenheit der kleinen verstreuten Fragmente aus Obsidian, sowie die kryptische Steinwand, die nach Eintritt durch das runde Tor das erste ist, was man erblickt. Als Wissenschaftler können wir die meisten der Phänomene hier nicht vollständig begreifen. Die Erschaffer dieses uralten Höhlensystems haben keinerlei Hinweise hinterlassen, die auf ihre wahren Motive schließen lassen. Ich bin mir allerdings einer Sache sicher. Dieser Ort beherbergt etwas Fremdartiges. Wenn ich das Erdreich berühre, empfinde ich etwas Elementares. Etwas, das ich nicht in Worte fassen kann. Etwas, das mit großer Sicherheit noch kein Mensch zuvor erlebt hat. Und wieder eine Axt. Mendas, wir kommen zurück. Bist endlich fertig. Alles ausgedruckt und fertig gemacht. Meine Notizen hier. Bezüglich der Beschaffenheit der Unterwasserhöhlen. Geht wieder weiter quasi. Wurden diese labyrinthartigen Höhlen zu irgendeinem Zeitpunkt überflutet oder wurden sie bereits unter Wasser angelegt? Das war das umstrittenste Thema der Versammlung gestern Nacht. Das, was Dr. Faust mehrmals andeutete, als er aus einem in dunkles Leder gebundenen Buch zitierte, war im höchsten Maße furchteinflößend. Zumindest für diejenigen von uns, die die zurückliegenden Beziehungen verstehen konnten. Aufgrund der gewaltigen Statuen, der kunstvollen Menhire und der abgeschliffenen Felswände, die uns auf unseren Reisen begegneten, kamen wir zu dem Schluss, dass es sich bei diesem Komplex um eine religiöse Tempelanlage handeln könnte. Jedoch können wir uns nicht vorstellen, wie dieser Ort in seinen Glanzzeiten ausgesehen haben könnte, denn übrig geblieben sind lediglich bloße Ruinen und von Flora oder Fauna der Unterwasserwelt fehlen jede Spur. Vielen, ne? So. Hi. Ja, Drucken hat lang gedauert. Ach, na gut. Da wünsche ich mir noch guten Appetit und so. Stimmt, hast du schon gegessen, Andi? Natürlich. Ich glaube, ich werde tatsächlich doch nochmal was essen. Muss ich zwar wieder ein bisschen länger wach bleiben, aber naja. Ich kann momentan irgendwie gefühlt eh nicht so schnell einschlafen, beziehungsweise ich schlafe auch gar nicht. Ich schlafe zu lange, das ist mein Problem. So. Dr. Plake mit den ersten Entdeckungen. Wir haben die Arbeiten an den U-Booten abgeschlossen. Und sie sind bereit, um die nächste Reise ins Unbekannte anzutreten und hoffentlich zu überstehen. Dieses Mal werden wir auf dem Weg außerdem Leuchten auslegen, um es den nachfolgenden Expeditionen leichter zu machen. In Kürze werden sich alle Teilnehmer der primären Unterwasserkundungsmannschaft, die von Dr. James Barlow angeführt wird, zu ihrem nächsten Ziel aufmachen, das in der Nähe des mystischen Eingangs in legendäre Jenseits zu liegen scheint. Doch weiterhin frage ich mich, ob wir nach etwas suchen, das nicht existiert. Nach allem, was ich hier erlebt, gelesen und studiert habe, nach all den schlaflosen Nächten, in denen wir über die Naturgesetze diskutiert haben und wie sie brechen können oder was wohl jenseits der Schwelle liegen mag und wie wir einen Zustand erreichen können, mehr mit unseren Augen zu sehen. Deswegen vielleicht das dritte Auge, ne? Ich komme selbst nicht umhin zu glauben, dass diese Reise uns in die buchstäbliche Hölle führen könnte. Doch im Moment sollten wir auf wissenschaftlichem Wege nach Antworten suchen. Dr. Morgan C. Plake. Hey, hey, hey. Natürlich. Was hast du gegessen?
Schließt lange? Wie lange denn? Ach, gestern habe ich ja schon alles Mögliche. Sonntag ist immer Nudel-Tomatensoßen-Tag hier. Weiß doch mal. Ich esse ich dann zwei Teller und bin ich irgendwie schon wieder satt. Also vermutlich brate ich mir einfach die übrig gebliebenen Nudeln noch schnell in der Pfanne. Geht immer sowas. Zip. Ja. Ja, aber ich ignoriere halt zum Beispiel meinen Wecker und penne einfach weiter, weil ich halt, ich sag jetzt mal so, nichts Wichtiges in dem Sinne zu tun habe. Ich glaube, ins U-Boot steige ich mal noch. Mal gucken, was da noch so passiert. Also ich überziehe höchstens eine halbe Stunde. Möchten Sie das U-Boot betreten? Ja, nein? Vielleicht? Ich glaube mal schon, ne? Ich gehe einfach mal baden. So. Die extrem lecker ist. Achso, ja stimmt. Ich werde die auch noch probieren. Gibt es halt wirklich jeden Sonntag. Also, wenn man nicht irgendwo anders unterwegs oder zu Besuch ist. Aber wirklich, am besten schmeckt die wirklich mit frischen Tomaten. Und das habe ich bisher dieses Jahr nur einmal machen können. Und das ärgert mich so sehr. Ah, vorwärts. Ah, ich kann das Ding steuern richtig. Okay. Unterschiedliche U-Boote. Das ist ein Unterschied. Bioshock. Ja, nee, also ich glaube, das ist, ich konnte nur in das eine jetzt hier einsteigen. Zurück, zurück, zurück. Okay, wir können aber auch irgendwie steigen. Geht nicht. Ach, ich muss das gedrückt halten. Ich glaube, ich muss hier aber auch einfach nicht lang. Wenn wir einfach weiter nach unten gehen, ist das andere Taste natürlich. Doch, das ist der richtige. Warum ist da leuchtende Fackeln und also Zeugs? Also so ein bisschen Bioshock, aber irgendwie mit mehr Steuern. Ist schon cool. So. Ich hoffe, dass es vor allem der richtige Weg jetzt ist. Was ist das hier noch? Die Dolphin fahren wir. Follow the lights. Irgendwas. Ja gut, wir mal wieder weiter. Wird schon schief gehen hier. Ich glaube, wir können auch weiter runter. Ah, da war nochmal ein Licht. Also wie gesagt, ich bin gespannt, wie lange ich jetzt noch rumtuckern muss. Bingelingling. Ich würde schon immer mal U-Boot fahren. Hier in Potsdam in Babelsberg geht das auch. Oh. Ist er jetzt Autopilot? Nee. Ganz anderen Sprachen mit dabei gewesen, glaube ich. Durch hier passen wir natürlich auch durch mit unserem U-Boot. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht irgendwie vorne wieder raus oder so, müssen dann noch eine Runde drehen. Bioshock Stream hätte ich auch so richtig Bock, wenn nur die Videoblockade bei Sony nicht wäre. Ah, das stimmt. Ich stehe hier zielstrebig gegen die Dinger, ne? Geil! Oh Mann, das sieht bisher echt gut, ne? Oh, Kacke. Ich glaube, ich kann hier echt untergehen, ne? Ich kann das ja nur einschätzen, hier die Dinge. Ist ja voll fies. Ich kann hier untergehen und sterben bestimmt. Ich muss da nochmal alles fahren? Oder beziehungsweise man hat ja dieses automatische Speicher mit drin, ne? Bin ich jetzt einmal im Kreis? Nee, na, hier, ich muss den Lichtern folgen.
Ja, ich kann es mit mir bei hier rauf. Im Autofahren immer auf die Strecke achten. Was? Ich guck mal lieber hier hin. So ein bisschen mittiger sitzen. Ich war nix. Darf ich weiter? Ja. War doch gar nicht so schlimm. Also so Cthulhu hat mir jetzt ein bisschen mehr Angst gemacht als so ein Riesenkraken. Ja, das ist ein Riesenkraken. Mein Problem ist halt auch, ich mag unter Wasser total. Also dieses, was ist da unten am Grund des Meeres und so. Ich mag Wasser nicht, aber das fasziniert mich dann doch wieder. So irgendwelche komischen Kreaturen, die da leben, vom dunklen Leuchten theoretisch, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Das ist eigentlich ganz cool, sowas. Katze ist irgendwie nervt, was auch. Also ich sag mal, wenn hier dieses Autofahren vorbei ist, denke ich, werde ich tatsächlich den Stream schon beenden. Da kommt bestimmt voll der spannende nächste, der nächste Abschnitt oder irgendwie so. No, 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 no! Wenn ich nicht geraped werde. Tja. Ja, das war's. Pünktlich um 9. Oder was passiert jetzt noch? Die Katzen gucken uns auf jeden Fall noch an. Denn es wird glatt. Eieiei. So richtig blöd abgeschnitten. Ich weiß auch nicht. Das ist voll der Fehler. Wieso fällt das keinem auf? Hey. Ich glaube, wir gehen noch durch das weiße Licht. Zurück. Private Räume. Ich glaube, das sind auch unsere Kabinen und vielleicht kommen wir jetzt auch in unser Zimmer mal wieder rein. Also gut, ich glaube, das war's für heute. Das war's mit Conarium so far. Ich mache damit nächsten Sonntag weiter. Könnte sein, dass sich das auch verspätet. Bin mir noch nicht so sicher. Also wenn es dann bis ein paar Minuten später wird, tut mir leid. Pen and Paper hat wieder angefangen, die Zeit. Dann bin ich wieder alle Zeit, die da mitmachen. Du wirst nicht geraped. Nein, ich nicht. Frank. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Abend, hoffe es hat so halbwegs Spaß gemacht. Ich finde es halt viel zum Vorlesen, sehr interessant bisher. Ich kann mir nur vorstellen, dass es noch besser werden kann. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!